schadet jedenfalls nicht. ExtraDB macht ein paar Sachen anders als reguläres MySQL. Die wären bei Installation der Größe von Booking nützlich, weil skalierbarer. Aber was hier so als Kundendatenbank läuft, ist bei Booking SQL Syntax Checker. Eine Dev-Datenbank. Und ist auch egal dann. Ja, also. Ja, ja. Ja, Percona hat gerade Performance-Probleme gelöst, die auftreten, wenn du 500 konkurrente Queries oder 4000 konkurrente Queries auf einem Server hast. Ja. Das sind Probleme, von denen unsere Kunden wünschen, dass sie sie hätten. Ja. Ja, das ist auch nicht zu ändern, aber in der Regel auch kein Problem. Ja, ja. Und an Performance-Schema und dem MySQL-Schema kannst du nicht rumfingern. Das muss so bleiben. Und mit 5.7 kriegst du automatisch auch Sys. Und das ist auch gut. Das willst du auch so haben. Das sind... Ja, dann. Ich habe gerade gefragt, ja, wen hast du gefragt? Bei uns im Raum, ja. Dass die Regeln ja zwei verschiedene Räume haben. Also, die willst du? Die werden sich schon melden, wenn was ist. Ich mein, das ist nicht meine Meinung. Nico hat gesagt und Martin haben gesagt, wir müssen für den Kunden da sein. Das ist nicht erklärt. Ja, ja, aber das gilt jetzt halt für dich, weil du bist First Line und er ist nicht First Line. Ich werde hier nicht mit der Wand reden. So, ich bleib sitzen. Ah, das ist gut, okay. Ja, nimm dir doch deinen Rechner runter und die sollen dich rufen, wenn was ist. Ich meine, egal. Also mich wirst du nicht los. Ja, gut. So, lass uns mal anfangen hier. Abklappe jetzt. So, wir haben die letzten beiden Male geredet über Storage Engines, die verschiedenen, und dann über Replikation letztes Mal, also speziell über State in der Datenbank und wie er repräsentiert wird, über das Binlog, über Backup und Point-in-Time-Recovery und Replikation als eine ständig mitlaufende Point-in-Time-Recovery, die immer weiter vorwärts scrollt. Ja? Ja. Warum ist das so und warum wird das nicht umgezogen, weil man die ganze Zeit das IODB hoch ist? Das hat historische Gründe. Die ganze Logik in dem MySQL-Schema ist unglaublich alt. Ist noch älter als Storage Engines. Und da werden direkt MySQL-Funktionen statt Storage Engine-Händler-Funktionen aufgerufen und all solche Sachen. Deswegen kann man das nicht ändern. Das wird sicherlich mal aufgeräumt. Oracle MySQL hat damit so gerade angefangen. In 5.7 sieht das Systemschema auch subtil anders aus. Das muss man sich mal in aller Ruhe angucken. Da gibt es andere Tabellen jetzt. Rollen, Passwort, Expiration, Policies und all so ein Kram. Und da wird der ganze Kram gerade modernisiert. Bedeutet allerdings, dass ich halt gerade einen super Backup und Co. muss ich ja dann auf sowas explizit achten. Ja. Genau. Und wenn du extra Backup benutzt, ist halt ein schrecklicher Perl-Wrapper um dein Backup-Skript drumherum gewickelt, der den Kram einsammelt. Also er macht für die InnoDB-Tabellen, nimmt er dieses extra Backup-Tool, was vorher InnoBackupX oder wie es hieß war. Und der Wrapper drumherum macht dann für die MyESAM-Tabellen das Äquivalent von einem MySQL-Hotcopy, also der kopiert die MyESAM-Dateien beiseite, während ein Log steht, so ein Flush Tables with Read Log. Und wenn du tatsächlich mehr MyESAM-Tabellen hättest, dann bist du vermutlich mit Lenz Grimmers MyLVM-Backup besser dran,
weil dann das Log auf den MyISAM-Tabellen wesentlich kürzer ist. Und weil du für die InnoDB-Recovery, die ja sowohl bei InnoBackup, also bei Extra-Backup, als auch bei MyLVM-Backup gemacht werden muss, bei InnoBackup und Extra-Backup gibt es zwei Recovery-Routinen. Es gibt die in der Datenbank, wenn die Datenbank mal crasht, eingebaute InnoDB-Recovery. Und dann gibt es hoffentlich denselben Code nochmal, der Bestandteil von Backup-Utility ist. Und wenn du MyLVM Backup benutzt, dann wird die gecrashte Datenbank einfach neu gestartet und recovered. Das heißt, da wird derselbe Code benutzt, den auch die normale Datenbank benutzt, um zu recovern. Da ist es mit Sicherheit derselbe. Das heißt, rein von der Logik und von den Logs auf dem MyISAM finde ich MyLVM schöner, also MyLVM Backup als InnoBackup und dieses oder Extra Backup Tool. Aber da hängen natürlich Dependencies dran. Du musst ein Linux haben, du musst deine Data dir komplett auf dem LVM liegen haben, damit das funktionieren kann. Das heißt, wenn du gezwungen bist, Windows auf dem Server zu benutzen oder wenn du dein MySQL aus Gründen ohne LVM fahren musst, dann kannst du MyLVM Backup nicht benutzen und dann musst du extra Backup verwenden, auch wenn das aus meiner Sicht weniger schön ist. Ich würde immer empfehlen, MySQL mit einem LVM 2 unten drunter zu fahren, XFS drauf zu tun und dann das MySQL oben drauf zu tun. Das LVM unten drunter für die Snapshots und damit du flexible Plattenplatzgrößen hast. Das XFS dann oben drauf, weil XFS vorhersagbare Commit-Latenzen hat. Wenn du dir XFS-Commit-Latenzen anguckst, sind sie immer doppelt so groß ungefähr wie bei einem Extended 4. Es ist also langsamer, aber es ist immer gleich schnell. Und bei Extended 4 hast du schnelle Commit-Latenzen und dann alle paar Sekunden riesige Spikes da drin. Das ist konstruktionsbedingt so. Und das ist halt blöd, weil wenn du 10.000 Queries die Sekunde hast und alle paar Sekunden hält der Server kurz an, dann hast du halt 400 oder 800 Prozesse in der Prozessliste, die sich da aufeinander stapeln und dann alle gleichzeitig wieder losrappeln, wenn das Dateisystem wieder mit dir reden möchte. Das ist blöd. Ja, und das ist einer der Gründe, warum ich XFS vorziehen würde. Und wenn du XFS machst, dann in den meisten Fällen auch mit ODirect als Flash-Methode. Mit ODirect. Also MySQL schreibt auf die Platte mit dem Systemaufruf per Default fdatasync. Das ist auch gut so und das ist zuverlässig gleich schnell. Man kann bei InnoDB mit einer Konfigurationsvariable sagen, welche Flush-Method verwendet wird, InnoDB Flush-Method. Und da kannst du sagen, es soll ODirect verwendet werden und dann wird für, ich weiß gar nicht, ob fürs Commit oder fürs Checkpointing, für eins von beiden jedenfalls, wird ODirect verwendet. Das heißt, die Datei wird für Direct.io aufgemacht, das heißt, Writes schreiben unter Umgehung des File-System-Buffer-Cache direkt ins Dateisystem. Dann hast du weniger Memory Load auf dem Speicher, weil der File System Buffer Cache umgangen wird. Also die Memory Pressure, der Schwab auslöst, der ist geringer. Es wird weniger kopiert, also aus dem User Space in den File System Buffer Cache, aus dem File System Buffer Cache in den Controller und der Controller schreibt es dann auf die Platte. Das passiert halt nicht mehr, sondern es geht. In den Controller musst du schon schubsen bei ODirect, ja. Die Kopie kannst du nicht vermeiden, das ist klar. Direct.io kann furchtbare Performance-Nachteile haben bei bestimmten Arten von Fiber-Channel-Treibern. Das ist ein Treiberproblem, das ist schwer vorhersagbar, wo es auftritt. Ich weiß auch nicht, ob es noch auftritt, aber vor 10 Jahren habe ich eine Reihe von Fällen gehabt, wo es durch ODirect langsamer, also substanziell langsamer wurde. Und nicht schneller. Ich hoffe, dass bei modernen Kernen das alles behoben ist und dass man ODirect einfach anschalten kann. Es gibt einen Haufen Leute, die behaupten, mit ODirect würde es weniger zu Schwapp kommen. Wenn man MySQL betreibt, will man das MySQL ja so groß machen, wie geht. Also der MySQL-Prozess soll allen verfügbaren Speicher essen, indem man den InnoDB-Bufferpool immer größer macht. Aber die Maschine darf niemals an Schwappen kommen. Wenn sie in Schwappen kommt, bist du tot. Das ist ein bisschen wie Blackjack. Ja, 17 und 4. Ne? Größer, Schwappen vorbei, du bist raus.
Und das heißt, du musst in der sysctl.conf die vm.swappiness auf 0 setzen. Und bei modernen Maschinen ist es so, selbst dann fängt das System plötzlich an zu schwappen. Wenn das MySQL größer wird als die Hälfte deines Speichers, weil du dieses NUMA-Problem hast. Du musst mit NUMA-CTL dabei gehen und das MySQL so starten, dass es als NUMA-CTL-Policy Interleave hat, also Speicher von überall besorgt. Also, weißt du, was NUMA ist? Ich überlege noch. NUMA steht für Non-Uniform Memory Architecture, ja, und du hast eine Maschine, die hat zwei DIEs und auf jedem DIE hat sie viele Cores, 12 zum Beispiel. Und dann hast du 24 Cores in der Karre mit Hyperthreading 48 und das ist so eine klassische 48-Core-Karre, wie wir sie gerade haben. Der Speicher liegt aber nicht in der Mitte zwischen den beiden Dies, sondern liegt zur Hälfte hinter dem einen und zur Hälfte hinter dem anderen Die. Und es ist bei uns, mit Nummer CTL kannst du abfragen, es ist 2,1 mal teurer, von hier mit dem Speicher zu reden, als von hier mit dem eigenen Speicher zu reden. Deswegen versucht der Kernel einem Prozess, der auf diesem Die läuft, Speicher von der Seite zuzuordnen und den Prozess dann noch auf dem Die zu halten. Und aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, weil es macht keinen Sinn, zieht der Kernel es mitunter vor, Sachen rauszuschwappen, als etwas, das hier läuft, Speicher von da zu geben. Wenn du also ein richtig großes MySQL hast, passt es nicht mehr in den Speicher auf dieser Seite und anstatt dann Speicher von da zu benutzen, fängt er an, das MySQL rauszuschwappen und alle sterben. Das ist ein verdammtes Blutbad. Ja, und mit NUMA-CTL kannst du für eine einzelne PID sagen, dass sie Interleave machen soll, dass sie also Speicher sowohl von da als auch da nehmen soll, weil alles ist besser als schwappen. Und was du machen musst, ist halt, du musst VM-Swappiness auf 0 setzen und du musst NUMA-CTL Interleave für den MySQL-D geben und dann kannst du Speicher benutzen. Und ob du direkt benutzt oder nicht, spielt tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Ja, sondern es ist das NUMA-CTL, was dich umbringt. Aber wenn du googelst, findest du tausend Hinweise, die sagen, ODirect verhindert Schwappen. Das ist Unsinn. Ja. Und dann kannst du mit dem MySQL tatsächlich den gesamten Speicher benutzen. Und das heißt, wenn du so eine Booking 192 Gig Maschine hast von vor 2 Jahren oder so, dann kannst du da tatsächlich 180 Gig Bufferpool geben, ohne dass es schwappt. Und das heißt, du kannst dann halt 500 Gig, 800 Gig Daten haben und der Working Set liegt im Speicher und die Maschine muss für Reads in der Regel nicht auf die Platte zugreifen, sondern kann alle Select-Fragen aus dem RAM beantworten. Und das ist viel schneller als von der Platte, selbst wenn er einmal durch die andere CPU durchfragen muss. Ja, also das ist richtig gut. Aber man muss halt das MySQL Start-Stop-Skript ändern, dass der MySQL-D-Aufruf durch einen NUMA-CTL-Blabla-Interleave MySQL-D ersetzt wird, damit das läuft, ohne dass die Karre anfängt zu schwappen. Und es ist eigentlich nicht besonders kompliziert, es ist halt nur eine Sache, die man wissen muss. Dasselbe Problem hast du mit einer QEMU-KVM-Instanz auch. Wenn du die zu groß machst, fängt er an, dir den KVM rauszuschwappen. Das willst du natürlich auch nicht. Bei QEMU kommen noch andere Performance-Probleme dazu. Die hauen viel stärker durch, hat man mir gesagt, als bei MySQL. Ich habe es tatsächlich nicht ausprobiert. Und wenn du einen kleinen Cluster hast, 20 Hypervisor-Maschinen oder sowas, dann kriegst du für große KVM-Instanzen auch Scheduling-Probleme. Also wenn du eine Instanz, du kannst eine Instanz halb so groß machen wie die ganze Karre, also 24 Cores und bei 384 Gig Speicher 192 Gig RAM. Dann kriegt sie halt einen ganzen Die und das ganze RAM, das zum Die gehört. Und das ist kein Problem. Aber der Scheduler hat ein Problem, einen Hypervisor zu finden, wo tatsächlich eine Hälfte komplett leer ist. Und deswegen sind die großen VM-Instanzen in unserem OpenStack zurzeit noch gesperrt, bis mehr Kisten dastehen. Weil die kleineren Einheiten einfach leichter zu placen sind. Die meisten Kunden haben auch gar keinen Bedarf an so großen Instanzen, sondern es ist aus OpenStack-Sicht viel sinnvoller, mehr Instanzen zu haben statt größere Instanzen. Nur auf der Datenbankseite kann es unter Umständen sinnvoll sein, so große Instanzen zu haben. Ja. Aber wie gesagt,
einen Kunden zu haben, der 192 Gigramm und 24 Cores voll macht auf einer Datenbank. Das ist entweder ganz viel, ganz schlechtes SQL oder ein sehr reicher Kunde. Das Problem ist halt, Booking ist echt groß, ja. Also da kommt irgendwie Alibaba und eBay und dann kommt Booking. Und normale Kunden sind halt nicht so groß und die brauchen auch nicht so große Datenbanken. Ja. Oder wenn sie das doch glauben zu brauchen, dann brauchen sie vermutlich eher Consulting, dass ich mal angucke, warum das so ist. Also das ist wir müssen noch über was anderes reden, bevor wir hier loslegen können. Und zwar über Technical Debt. Also wenn du Judith Andresen mal gehört hast auf Vorträgen, dann verwendet sie da mitunter ein Wort, das heißt Changeability. Das ist die Fähigkeit einer Firma, auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Jedenfalls hat sie es so definiert. Und für mich ist es sogar noch eine etwas kompliziertere Sicht. Du hast halt so eine Landschaft von möglichen technischen Lösungen für ein Problem. Und wenn die Firma jetzt ankommt mit, das ist das Problem oder so hat sich unser bisher bestehendes Problem durch veränderte Geschäftsanforderungen verändert, dann musst du technische Lösungen finden, die auf das Problem passen. Und wenn du Technical Debt hast, scheiden manche davon aus, weil du, was weiß ich, du kannst nicht über PHP 5.4 hinaus upgraden, weil du Zend-Encoder 1 brauchst. Oder du kannst nicht über MySQL 5.5 hinaus upgraden, weil du das SQL in deiner Anwendung nicht anpassen kannst und aus irgendeinem Grunde läuft es mit 5.6 und 5.7 nicht mehr. Oder sowas in der Art. Und dann ist deine Changeability eingeschränkt. Technische Lösungen, die für dich passen würden, gehen nicht, weil du dich auf irgendeine Art und Weise durch Altlasten in die Ecke gemalt hast. Und das ist halt ein ernstes Problem, das von vielen Firmen nicht ernst genug genommen wird und das halt zum Teil aus Hoster-Sicht auch durch Kommunikationsgräben behindert wird. Ne? Wir sind ja eine Firma, wir können miteinander reden und wir hatten es heute Mittag in einem Gespräch. Stell dir vor, du hättest ein Problem mit Nginx. Stell dir vor, rein hypothetisch, du hast aus irgendeinem Grunde eine Nginx-Anwendungsfall erwischt, wo dein Nginx-Memory liegt. Was würdest du tun? Die Antwort ist, vermutlich würdest du irgendetwas schreiben, das alle x Stunden den Nginx neu startet. Ja, einen Bug-Report aufmachen kannst du, wenn du einen administrativen Draht, einen Kommunikationskanal hast, über die Grenze deiner Firma hinweg zu Nginx hast. Also Bug-Report aufmachen ist ja strukturierte Kommunikation. Also das ist nicht an eine Person, es ist keine persönliche Kommunikation, sondern es ist ein formaler Mechanismus, eine strukturierte Kommunikation. Und der Bug-Report liegt dann da mit allen anderen Bug-Reports und wird vielleicht bearbeitet oder nicht, wird vielleicht eskaliert oder auch nicht. Das kannst du wenig beeinflussen und vermutlich noch weniger kontrollieren. Und das ist deswegen so, weil zwischen deiner Firma und Nginx diese administrative Grenze zwischen zwei Firmen verläuft. Es gibt einen Menschen, Conway, und der hat ein Gesetz, Conway's Law, und das heißt, dass die technischen Lösungen einer Organisation den Kommunikationskanälen oder Kommunikationsstrukturen der Firma folgen. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür. Es ist leichter für dich, eine Lösung zu finden, die innerhalb der Firma arbeitet, als über diese Kommunikationsgrenze in eine andere Firma reinzufassen und die dazu zu animieren, dein Problem wegzumachen. Ja? Darum wird mit Sicherheit für wenigstens kurze Zeit, aber wahrscheinlich sehr lange, dein Nginx-Restarter das Problem für dich wegmachen, bis der Bug-Report bearbeitet wird oder auch nicht. Je nachdem, wie gut dieser strukturierte Kommunikationskanal ist. Oder du hast neben dem strukturierten Kommunikationskanal auch noch einen persönlichen Kommunikationskanal. Du kennst jemanden bei Nginx und kannst den dazu animieren, sich das mal anzugucken und dann in der Firma bei sich lokal irgendwo gegenzutreten, dass das mit anderen Bug-Reports, die dasselbe Problem betreffen, gemerged wird, dadurch die nötige Priorität bekommt, der Bug wird gefixt, du kriegst eine neue Version und dann hast du wieder eine administrative Grenze, weil es ist ja nicht dein Nginx, du betreibst den für einen Kunden. Jetzt musst du über deinen Projektleiter mit dem Projektleiter bei der Kundenagentur die dazu animieren, den Betrieb zu unterbrechen und eine neue Version Nginx einzuspielen, um das Problem wegzumachen. Nein, das ist nicht alles doof. Es ist eine Folge der technischen Lösungen, die für dich realistisch sind,
Ja, ergibt sich einfach aus der Struktur, wo du dich befindest in diesem ganzen Kommunikationsgeflecht zwischen unterschiedlichen Entities mit unterschiedlichen Chefs. Wenn das innerhalb einer Firma ist oder sogar innerhalb einer Abteilung, ist es einfacher. Wenn dazwischen administrative Trennungen sind, Abteilungsgrenzen oder Firmengrenzen, wird alles schwieriger. Und die technische Lösung, die du verfolgst, wird strukturiert und geformt durch das Kommunikationsumfeld, in dem du dich befindest, die Organisation. Das kann man umdrehen. Ja, also es klingt sehr hoffnungslos, ja, alles ist schlimm, das ist es nicht. Wenn man das verstanden hat, kann man das umdrehen. Du bist ja nicht gefangen in deiner Kommunikationssituation. Sondern du kannst ja sagen, okay, ich habe ein Problem mit Nginx, ich brauche Kontakte zu dieser Firma. Und dann gehst du auf Konferenzen oder du telefonierst dich da mal mit jemandem zusammen oder gar stellst fest, die haben Leute in Berlin und triffst dich mit denen mal oder was auch immer. Und jetzt hast du neben der strukturierten Kommunikation, dem Ticket, noch persönliche Kommunikation, du kennst da Leute. Ja, und dadurch werden jetzt andere Dinge möglich. Oder du nimmst deinen Supportvertrag, den du als Firma hast, und sagst, wir setzen so viel MySQL oder Nginx oder was auch immer an, wir wollen uns mal zusammensetzen, alle 3 Monate, und darüber reden, wie wir euer Produkt einsetzen, was uns daran gefällt und was wir glauben, was ihr ändern müsst, was wirklich wehtut. Und 3 Monate später reden wir mal darüber, was passiert ist und was uns jetzt wehtut und so weiter. Und auf diese Art und Weise hilfst du dem Produktmanagement der anderen Seite, besser zu verstehen, was eigentlich das Problem ist. Das nennt sich Vendor Management. Und das ist sowohl persönliche als auch halbformale als auch strukturierte Kommunikation. Und es hat eine gewisse Latenz. Das braucht mindestens 6 bis 9 Monate, bis du das erste Mal Ergebnisse siehst. Aber es ist auch eine Pipeline. Du hast halt einmal im Monat oder alle 3 Monate Input. Und bis ein Input bearbeitet ist, dauert es vielleicht 6 oder 9 Monate. Aber du schiebst öfter was rein. Du hast also viele Eisen, die da, also viele Problemfälle, die da gerade durchfließen und die unterschiedlich schnell bearbeitet werden. Und nachdem du das erste Mal 6 oder 9 Monate quartalsweise oder monatlich daran gearbeitet hast, kriegst du halt laufend Ergebnisse raus. Und dann hast du tatsächlich einen Verbesserungsprozess für dieses Produkt mit diesem Vendor angestrengt. Das ist dolle schwierig, weil für jeden Vendor oder jedes Produkt, das du einsetzt, die Struktur anders ist. Wenn Booking mit Oracle MySQL und MariaDB in die Richtung mit Firmen kommuniziert, ist das eine Sache. Wenn Booking The Pearl Foundation und Pearl Consultants finanziert, damit die an Pearl allgemein Verbesserungen vornehmen auf eine Art und Weise, dass es Booking hilft, dann ist das ein Open-Source-Projekt und keine Firma und nicht im Rahmen eines Support-Vertrages, sondern viel informaler, aber mit demselben Ziel. Ein Produkt, von dem Booking kritisch abhängt, weiterzuentwickeln, so dass es besser auf die Betriebssituation bei Booking passt. Und dieselbe Situation hast du hier auch. Und du hast verschiedene Vendors oder Open-Source-Projekte, die du unterschiedlich beeinflussen kannst. Hast auch mehrere Leute hier, die haben unterschiedliche Interessen, die musst du dann sehen. Der eine kümmert sich um Nginx, der andere um Vanish, dann jemand um MySQL, dann jemand um PHP oder so. Aber du musst halt sehen, dass du da in der Firma eine Struktur aufbaust, dass das bewusst gesammelt wird. Du hast ja auch einen viel besseren Überblick als zum Beispiel unsere Kunden. Die sehen eine Installation, ihre, du siehst 300 oder 3000 oder so. Und das heißt, du siehst nicht ein Problem, sondern du siehst ein Problem, das bei 10% aller Kunden auftritt. Das heißt, wenn du jetzt mit Nginx oder Vanish oder so reden würdest, hast du ja viel mehr Erfahrung und Hintergrund als die Einzelnen. Hast also auch entsprechend, wenn du das richtig verkaufst, mehr Gewicht. Und der Trick besteht halt darin, einen Katalog zu bauen an den Sachen, die wir als Organisation brauchen, das auf Leute zu verteilen und dann strukturiert, systematisch alle diese Sachen abzudecken und individuell mit jeder dieser Komponenten Kommunikation zu etablieren, die nicht nur strukturierte Kommunikation ist, Ticket, sondern auch auf irgendeine Art und Weise persönliche Kommunikation ist. Du weißt, wer es gemacht hat
und wie die Struktur der Organisation auf der anderen Seite ist. Ich sitze ja nur neben Tom und da kann man eine ganze Menge darüber lernen. Ja, du siehst Tom, der hat einen Switch-Prototypen da auf seinem Platz neben sich liegen. Schraubt den auf, macht den Kühlkörper ab und sagt dir dann, der Chip da drin, das ist ein Broadcom, ich weiß nicht was, der kann das und das und ich habe mich übrigens mal mit einem von den Chip-Entwicklern getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, was das Ding alles kann oder nicht kann und dann habe ich festgestellt, folgende Grenzfälle und so weiter. Ja, technische Komponente, persönlich der Typ, der es entwickelt hat. Der sitzt hier aber als Chip in, was weiß ich, irgendwas von Arista oder von Mellanox und da sind zwei Entwicklerinnen in Tel Aviv mit beschäftigt, das Ding zu bauen. Da war ich letzten Monat für ein Lab und habe mich mit denen mal unterhalten und wir haben mal geguckt, wie die mit diesem Problem von dem Chip, das wir ja kennen, umgehen und das umgehen oder sowas in der Art. Ja, eine Layer höher, wieder Gesichter, persönliche Kommunikation, die mit dem Produkt zu tun haben. Und von diesem Gerät, das ist ein Prototyp, gibt es vier in Deutschland. Da liegen zwei bei dem Distributor, da kenne ich die Frau, die den Versand organisiert, und zwei bei dem Distributor, den Typen kenne ich auch. Und darum liegt jetzt einer bei mir auf dem Tisch. Ja, immer Produkt, Person, Produkt, Person, Produkt, Person auf jeder Ebene. Das heißt, du hast nicht mehr einfach strukturierte Kommunikation, du hast immer auch noch persönliche Kommunikation dabei. Und auf diese Art und Weise hat er, wenn er ein Problem hat, auch immer Ansprechpartner, bei denen er dann direkt nochmal reinfassen kann. Und die strukturierte Kommunikation muss stattfinden. Du kannst nichts ohne Ticket machen, schon gar nicht an der Kundeninstallation oder für ein Produkt, das du reinziehst. Aber du kannst immer nochmal nachfassen und über andere Kanäle sicherstellen, dass das Ticket auch gesehen wird, dass es richtig bewertet wird und dass die Sache voranläuft. Das ist wichtig. Dasselbe wie bei Booking. Wenn jemand einen Change hat bei Booking, der hat mit Datenbanken zu tun und sagt dann, ich brauche für den Change ein DBA, dann hast du eine Person, die keine Erfahrung hat. Ja, die Frage ist nicht, ich brauche ein DBA, die Frage ist, brauchst du Deborah oder Simon oder wen? Ja, weil das sind unterschiedliche Leute, die kennen sich mit unterschiedlichen Subsystemen unterschiedlich gut aus. Und du willst halt nicht einen DBA haben, sondern möchtest jemanden haben, der deinen Rücken deckt, wenn es schief geht. Und du möchtest gerne wissen, wer es ist, weil du weißt, was die können und wie du mit denen umgehen musst. Du musst ein Gesicht daneben tun und nicht bloß ein Firmenlogo. Und wenn du das machst, dann hast du einmal die Kommunikation nach oben raus zum Kunden und zur Agentur vom Kunden und den Leuten, die das da machen. Und du hast auf der anderen Seite nach hinten raus die Kommunikation mit den Vendors von den Produkten und von den Webshops und sowas. Und wie kriegst du das? Du kannst auf Konferenzen gehen, du kannst dir herbestellen. Also Intershop hat ja hier gesessen und mit uns zusammen Zeugs gemacht. Also natürlich hat nicht Intershop hier gesessen, sondern bestimmte Namen haben hier gesessen. Und Magnolia und wie das halt so läuft. Ja, und dadurch hast du direkte Drähte dahin. Die wissen, wer wir sind, die wissen, mit wem sie reden müssen, die wissen, was wir können und andersrum auch. Und dadurch kriegst du dann einfach mehr natürlich, wenn es um Problemlösung geht. Du hast dann Conway's Law umgedreht, ja. Die technische, also die Organisation und Kommunikationsstruktur formt nicht deine technischen Lösungen, sondern du hast technische Ansprüche und du baust dir deine Organisations- und Kommunikationsstruktur so, dass es da zu deinen Problemen passt oder zu den Lösungen, die du haben möchtest. Du schaffst dir die Kontakte, die du haben willst. Oder die du brauchst, damit du eine saubere technische Lösung auch durchkriegst. Ja? Und du hast halt nicht, also du hast halt deine Organisation und dann die administrativen Grenzen so als Gräben, die dich umzingeln. Und da musst du halt Brücken drüber bauen. Oder du machst das wie Tom halt und schüttest die Gräben zu und baust dann so ein 11-stöckiges Autobahnkreuz darüber. Das ist das Extrembeispiel an der Stelle. Ja, und auf diese Art und Weise ist es dann viel leichter, Technical Debt wegzukriegen. Also Kunden davon zu überzeugen, Upgrades zu machen, die wichtig sind. Und Hersteller davon zu überzeugen, dass Upgrade-Pfade wichtig sind und Kompatibilität nicht zu brechen und die Stories von den Kunden zu verstehen. Und du hast ja nicht nur eine Kundenstory, du hast ja viele, viele, viele. Als Hoster hast du den ganzen Kanal voll davon. Und das ist ja auch der Unterschied bei dem, was wir machen. Also
wir hosten ja nicht, sondern wir reden mit den Leuten. Und das heißt, wenn du guckst, was hier passiert, dann ist es ja schon so, dass so 6, 12, 24 Monate, bevor Dinge anderswo gängig sind, wir das hier schon ausprobieren und vorbereiten. Und wenn du mit uns hostest, kriegst du das halt früher. Das ist genau der Gedanke hinter dieser Changeability, wenn du sie, und hinter Conway's Law, wenn du sie aggressiv angehst und umdrehst, damit sie für dich arbeiten und nicht gegen dich. Was wir heute eigentlich machen wollen, ist mal angucken, was die Datenbank mit Queries macht, wenn du sie da reinschickst. Wenn du vor einem Webshop sitzt, bei dem der Cent-encoded oder sonst wie DRM ist, kannst du an den Queries wenig machen. Aber du kannst an der Datenbank ein bisschen was machen, meistens indem du Indizes setzt oder solche Dinge. Wenn du einen Kanal zum Hersteller hast, kannst du die bitten, Queries zu ändern. Wir haben das mit Shopware zum Beispiel so gemacht, dass wir mit denen reden und mit denen auch über MySQL reden und was die mit MySQL machen. Dann kriegst du eine komplette weitere Dimension an Sachen, wie du Speedup machen kannst. Wenn wir über Datenbanken reden, dann müssen wir uns angucken, das Einfachste, was du machen kannst, ist Indizes definieren. Was ist ein Index überhaupt? Und das klassische Beispiel, wenn du über Datenbanken redest und ein Index ist erstmal so eine alte Bibliothek. Wenn du heute in die Bibliothek gehst, sitzt da so ein Computer und dann guckt er halt Bücher nach. Aber früher war das nicht so, als ich klein war und in eine Bücherei gegangen bin. Da standen da Bücher im Regal, irgendwie nach Sachgebieten geordnet oder grob chronologisch meinetwegen. Und so eine Holzkiste. Da waren Karten drin. Ja? Und die Aufgabe ist, wir haben hier eine Bücherei, da sind 1 Million Bücher drin. Und die Aufgabe ist, finde alle Bücher von Larry Wall. Das kennst du wohl auf der Jugend. Ja. Wie findest du in einer Bücherei ohne Index alle Bücher von Larry Wall? Was musst du machen? Ja, du musst 1 Million Bücher aus dem Regal nehmen, angucken und nach dem Autor wieder reinstellen. Ja, das heißt, du hast 1 Million Vergleichsoperationen. Das dauert lange. Wenn die Frage ist nicht, finde alle Bücher von Larry Wall, sondern haben wir ein Buch von Larry Wall, wie viele Vergleichsoperationen sind es dann? Bis du den ersten Treffer landest. Und das ist... Best Case ein, Worst Case ist es das letzte, im Mittel sind es 500.000, also die Hälfte. Mit einer ziemlichen Varianz. Ja, und wenn du einen Index hast, dann Indexe sahen früher so aus, ja, das ist ein Autorenindex zum Beispiel, dann nimmst du dir eine kleine Karte, schreibst da oben den Namen von dem Autor drauf und darunter dann die Standorte von den Büchern. Und eventuell steht auch noch weitere Informationen drauf, die da nicht drauf gehört, zum Beispiel der Titel von den Büchern, nicht nur der Standort. Und diese Autorenkärtchen, die werden dann in dieser Kiste alphabetisch sortiert. Und selbst wenn auf den Kisten hier nichts draufsteht, kannst du suchen durch Halbieren. Du kannst also die 1 Million Kärtchen nehmen, bei 500.000 gucken, W steht weiter hinten. Ja, und dann nimmst du dir jetzt 250.000, also 750.000, die Hälfte von der hinteren Hälfte, W ist noch weiter hinten und so weiter. Und bei 1 Million, wie viele Vergleichsoperationen brauchst du, bis du bei Larry Wall bist? Du halbierst jedes Mal, nicht? Ja. Angenommen, das ist, genau, Git Bisect, ja. Angenommen, das ist 2 Bücher, wie viele Vergleichsoperationen? Ja, das ist entweder die eine oder die andere Karte. 4 Bücher? 2. 8 Bücher? Ja, und so weiter. Ja, also Logarithmus zur Basis 2 von 1 Million. Wie viel ist das? Bitte? Nee, 2 hoch 10 ist wie viel? 1024, 1000 ungefähr, mit einem Error von 2,4%. Ja, und 1 Million ist? 20, genau, mit einem Error von 2,4% hoch 2. Ja, oder allgemein ist 2 hoch 10, 10 hoch 3. Das heißt, für jeweils 10, die dazukommen bei der Basis 2, 2 hoch 10, 2 hoch 20, 2 hoch 30, kommen 10 hoch 3, also 3 beim Exponenten dazu zur Basis 10. Ja, 10 hoch 3 ist 2 hoch 10.
10 hoch 6, 1 Million ist 2 hoch 20. Ein Mega. Ich möchte nochmal eine Mathe für Anfänger besuchen. Das Dingens ist hier. Doch, jetzt. Leute, das ist zwar keine Grundschulmathematik, aber das ist, ja, also, Logarithmus zur Basis 2 von einer Million ist ein Mega, ja, ist 20. Das heißt, 2 hoch 20 ist ungefähr eine Million. So, ungefähr. Ja, genau genommen mit 2,4% hoch 2 als Fehler. Ja, oder anders gesagt, 2 hoch 10 ist ungefähr 10 hoch 3. 2 hoch 20 ist ungefähr 10 hoch 6. Ja, und hier wird plus 3 immer und hier plus 10 immer. Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta. Ja, sind 1000, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Gut, so. Und Strength Reduction kannst du auch. Wie viel sind 64 Tera? Wie viel Bytes sind das? Sind 64 mal 2 hoch Mega, Giga, Tera, 12, ja? Also 10 hoch 12, so 10 hoch 12. Oder 20 hoch, 2, Entschuldigung. Lalalala, so 2 hoch 40 und das da sind, weißt du auch, 2 hoch 6. Ja, oder aber wie viel Bit sind das dann? 2 hoch 40 plus 6. Ja, also das Plus hier wird hier zum Mal. Ja, das ist Strength Reduction. Wenn du das Plus runterziehst aus dem Exponenten, dann geht es eine Rechenart höher. Strength Reduction ist, wenn du es hochschubst und die Umkehrung, wenn du es runterziehst. Ja, und das machst du die ganze Zeit, wenn du mit dem Rechenschieber und Logarithmen rechnest. Ja, du addierst mit dem Rechenschieber zwei Zahlen, aber das sind Logarithmen und deswegen multiplizierst du. Das passiert laufend die ganze Zeit. Und deswegen musst du, wenn du Informatik studierst oder eine IT-Ausbildung machst, die Zweierpotenzen bis 1024, also bis 2 hoch 10 auswendig kennen und dann die Zehner wissen, weil du dann auf diese Art und Weise hier alles andere geschenkt kriegst, wenn du da ein bisschen Gymnastik machen kannst im Kopf mit den Zahlen. Und die Bitmuster kriegst du dann auch geschenkt, sobald du die Bits siehst. Aber du weißt dann sofort, wie breit Busse sein müssen, wie weit du zählen kannst mit so und so viel Bits und wie du AND, OR, XOR und solche Sachen im Kopf machen kannst. Netmasken bringen dich nicht mehr um. Ja, einfach dadurch, dass du mal eben 10 Zweierpotenzen, 16 Zweierpotenzen am Ende ausrechnest, auswendig lernst. Und das muss halt drinnen sitzen. Das muss bei web.de Azubis drin sitzen, das muss halt hier überall drin sitzen. Das müssen... Ja, deswegen haben wir es hier nochmal aufgemalt, ja? 1000, eine Million, eine Milliarde und hier dann das Ganze. Und Logarithmus zur Basis 2 von n. Du brauchst nur irgendeine Logarithmusfunktion, zum Beispiel den Logarithmus zur Basis e, Logarithmus naturalis, ln. Ja, und ln von n durch ln 2 ist dasselbe wie Logarithmus zur Basis 2 von n. Das ist schlicht so. Und deswegen brauchst du nicht alle möglichen Logarithmenfunktionen mit einer beliebigen Basis, du brauchst nur irgendeine und mit dieser Division kriegst du es dann hinskaliert. Weil diese Division wieder über die Stärkereduktion Logarithmus wird. So, das heißt 20 Lookups im Autorenkatalog, um alle Bücher von Larry Wall zu finden. Und wenn der Titel auch noch, also wenn der Titel nicht draufsteht, müssen wir zum Regal laufen. Und die Bücher aus dem Regal nehmen und die Titel ablesen. Das ist ein Data Pointer. Der Standort des Buches, ja, wir gehen vom Index-Record der Karte zum Datensatz auf der Platte, laden den Datensatz, also das Buch, und lesen den Titel aus dem Datensatz. Das ist Feld
Titel steht ja auf der Autorenindexkarte nicht drauf. Oder du machst Overindexing, du kopierst auf die Karte nicht nur den Standort des Buches, den Data Pointer, sondern du ziehst sinnloserweise den Titel des Buches auch noch mit in den Index rein, auch wenn der für den Lookup nicht genutzt wird, weil du nur nach Larry Wall guckst. Dann brauchst du aber nicht mehr zum Regal zu laufen, um die Titel zu kennen, weil sie stehen ja schon auf der Karte. Und damit hast du einen Disk-Seek, also du, der vom Regal zum Buch joggt, ist ja eine langsame Operation, je nachdem wie fit du bist, mit Leiter hoch und so. Ja, den Disk-Seek, den hast du dir gespart, weil du im Index zusätzlich zu den Standortdaten, die du dann nicht mehr brauchst, auch die gesuchten Daten gefunden hast. Und darum steht auf Bibliothekskarten von physikalischen Bibliotheken statt der Titel noch immer mit drauf, weil das ja eine häufig gestellte Frage ist. Der ist dann gleich mit indiziert worden, auch wenn die Sortierreihenfolge, der Autorenkatalog nach Autor, der Titelkatalog nach Titel, auch wenn der Autor dann noch wieder mit draufsteht, draufsteht, damit das mit der Rennerei nicht so schlimm wird. Das ist ja noch langsamer als ein Plattenkopf bewegen, nicht? Also so einen ganzen Chris, die Bücherei, zwei Treppen rauf, das will man nicht, das dauert lange. Also vor allen Dingen. Ja, wir haben SSDs und deswegen interessiert uns Performance gar nicht mehr und dann kriegst du MongoDB. Hier hast du dieselbe Struktur. Ja, hier hast du einen Autorenkatalog, also einen Index auf Autor. Hier hast du einen Titelkatalog, einen Index auf Titel. Und an jeder Karte hast du dann einen Zeiger auf den Standort des Buches und hier ist das ganze Buch, der Record, da stehen alle Informationen und der gesamte Volltextblob des Buches in der Datenbank oder was auch immer. Wenn du einen Block hast im Index, dann ist das nicht wie bei einer Suche auf einem anonymen Index ohne Kärtchen, nur eine Zweiteilung, sondern es ist eine N-Teilung. Ich meine, wenn du in der Bücherei in den Autorenkatalog gehst, dann stehen ja außen Karten drauf, da steht dann A bis C, G oder sowas in der Art, ja, und dann irgendwo steht da M, N bis O, T oder sowas in der Art. Und das heißt, du weißt, Wall ist gleich in der letzten Kiste und du machst nicht die mittlere Kiste auf und A, Wall ist weiter hinten. Du machst die letzte Kiste auf, weil da das W, A, weißt du schon, ist in dieser Kiste drin. Und dann sind da weitere Reiter drauf, dass du auch da den Stapel Karten nicht zweiteilen musst, sondern N teilen kannst. Das heißt, du machst nicht mit jeder Suche, mit jeder Suchunterteilung eine Zweiteilung, Logarithmus zur Basis 2, du machst eine N-Teilung, also Logarithmus zur Basis N. Hast also noch weniger als 20 Lookups. Das nennen wir den Fanout. Ja, ein Indexblock hat einen größeren Fanout als 2. Fan, ein Fächer. Ja, wie doll fächert sich das auf mit jeder Ebene vom Index? Nicht bloß ein 2-Baum, sondern ein N-Baum. Die Frage ist, wie groß ist N? Und die Antwort ist, du hast einen Index-Record, der braucht so und so viel Bytes. Also durchschnittlicher Autorenname 20 Byte plus Data Pointers hinten dran. Lass einen durchschnittlichen Index-Record 50 Byte groß sein oder sowas. Und wie viel davon passen in einen Block? Das sind 16K-Blöcke, lass ihn 32 sein, dann hast du hier ein Fanout von 512. Das ist sehr hoch. Und der Fanout, den du hast, der ist typischerweise 500, also 50 bis 500 oder sowas, wenn du nicht irgendwelche Extremfälle hast. Das heißt, du machst nicht in Wirklichkeit eine Zweiteilung mit einem Zweibaum, du machst einen 50-Baum oder sowas in der Art. Jetzt lass uns rechnen. Du hast hier eine Milliarde und ein Fanout von nur 50. Dann hast du ungefähr 5 Operationen, bis du am Ziel bist. Und der beste Fall, lass uns nur 1 Million Bücher haben und 500 pro Block. Dann hast du 2 Operationen. Ja. Das heißt, hoppla, die Anzahl der Operationen, die du brauchst, um durch einen Index zum gewünschten Record zu kommen, ist so ungefähr 3 bis 4. Das ist eine schöne Reduzierung. Ja? Von 1 Million, nicht von 20. Ja, wenn du zwei Baum hättest, wäre es für 1.020.000. Aber, also wenn du ein DBL fragst, wie viel Disk-Seeks brauche ich, um einen Record zu finden, wenn ein Index benutzt wird, ist die Antwort 4. Also 3 bis 4. Weil das in etwa richtig ist. Ja, unter ziemlich viel Bedingungen. 1 Milliarde Records, 10-mal mehr,
Oder hier die Indexauffächerung, ja, das ist schon mal so 2 bis 5. Ja, und in der Praxis ist es halt so, mit 4 Diskseeks hast du deine Daten. Egal wie schlimm, mit 4 Diskseeks hast du deine Daten, wenn der Index benutzt wird. Wenn du einen Full-Table-Scan machen musst, weil kein Index da ist, dann sind es Millionen. Ja? Und das gilt in beiden Fällen, wenn die Daten im Speicher sind und wenn sie auf der Platte sind. Im Speicher können wir sogar noch besser, wenn wir nicht einen Baum verwenden, sondern einen Hash. Dann brauchen wir mehr Speicher, aber dafür ist das konstant, also ein Lookup oder vielleicht mal 2, wenn es eine Hash-Kollision gibt. Oder der Hash ist wirklich schlecht und degeneriert, dann dauert es ungefähr ewig, weil es dann eine lineare Liste wird. Ja? Und bei einem balancierten Baum ist die Antwort immer 4. Egal wie viele Records hast, egal wie der Fanout ist, die Antwort ist 4. Weil diese ganze Logarithmenmathematik dann da so ziemlich lange sich in diesem Bereich aufhält. Wenn du eine Logarithmuskurve anguckst, dann ist die ja sehr, sehr flach am Ansteigen. Die ist nicht ganz waagrecht, aber fast. Also waagrecht genug, dass die Antwort für alle praktischen Fälle 4 ist. Und das heißt, wenn du ein DBA fragst, wie lange dauert das, dann wird er lange rechnen, sorgfältig überlegen und das Ergebnis ist eine Konstante, immer 4. Tut er natürlich nicht, er zieht sich sofort die 4 aus dem Arsch und er hat recht. Ich habe etwas vorbereitet. Ja, genau. Ich habe das übrigens schon mal gemacht und die Antwort ist 4. Das ist bei jedem DBA so. Also das hat mit mir nichts zu tun. Die Antwort ist 4. Du musst einfach nur die Mathematik einmal machen und dann hast du für den Rest deiner Karriere fertig. Also viele DBAs kannst du durch Handpuppen so ersetzen, ja? 4 Disk Accesses, wenn der Index benutzt wird. Kauf mehr RAM. Ja, und mehr SSD für alle. Und dann, also hast du schon mal einen guten Teil der Arbeit erledigt. Okay. Das hatte ich schon mal gezeigt hier, ne? Eine Nanosekunde ist so ein Pixel, 5 Nanosekunden L2 Cache, 5 Pixel RAM, das Harddisk das. Und der Punkt ist jedenfalls, dass du auf die Platte nicht zugreifen kannst, ja, weil wenn du auf die Platte zugreifst, dann passiert halt das, 13 Millionen Pixel. Ja, und das ist es, was den linksrheinischen Radfahrer zum Absteigen zwingt. Also, wenn du zur Platte musst, ist die Party vorbei. Ja, 13 Millionen, also eine moderne CPU macht mit jedem Tagzyklus ein Ergebnis fertig. 13 Millionen Zyklen warten, heißt, du hast 13 Millionen CPU-Zyklen, die du für was anderes verwenden könntest, zum Beispiel Blöcke dekomprimieren und dafür einen Block weniger laden. Oder das ist für einen Core. Wenn du mehr als einen Core zum Warten zwingst, dann multipliziert sich das noch. Ja, also, und das ist für 1 Gigahertz. Mal 3, mal 40 Cores. Ja, das heißt, du hast praktisch beliebig viele CPU-Tagzyklen, weil du auf die Platte wartest. Ja, das heißt, du kannst auch mit BZEP2 beigehen. Und das ist das, was bei Hadoop zum Beispiel passiert. Hadoop speichert im Extremfall Daten ohne Index als BZEP2 komprimierte CSV-Dateien ab. Und liest die von vorne nach hinten durchgescannt durch und muss den Kram in Java dekomprimieren, BZEP2. Und das CSV parsen und hat dann die Werte und kann Sachen machen. Und das ist noch rentabel. Weil die Daten klein werden dadurch, weil sie sowieso bei Hadoop immer linear durchgefräst werden. Einfach so viel CPU da ist, dass das keine Rolle mehr spielt. Wir haben kompletten CPU-Reichtum, wir haben riesige Bottlenecks bei Platten, wenn rotierender Rost involviert ist und wenn Netzwerkinterfaces involviert sind. Dann sind wir auch schwer unternetzt, weil die ganze Kiste mit all ihren CPUs halt an einem 1 Gigabit oder wenn du Glück hast an einem oder zwei 10 Gigabit Stängeln lutschen darf und verzweifelt versucht, sich die Bits aus dem Netz zu saugen und dabei aussieht wie ein 2 Wochen altes Moncherieso. Hier haben wir es nochmal als Zahl, ja, von der Platte kriegst du bei linearem Read-Write so um die 200 MB pro Sekunde. Wenn es eine SSD ist, vielleicht das Doppelte. Und das heißt, bei 500 Byte Records kriegst du so um die 400.000 Records pro Sekunde. Und wenn du einen Random Read Write machst, dann sind die Seeks da und bei einer rotierenden Platte hast du bei 5 Millisekunden Seek Time 200 IOPS, also 200 Disk Seeks pro Sekunde, die du haben kannst. Und das ist 1 Million Mal langsamer als dein RAM. Ja, also bleib von der verblödeten Platte weg, die tötet dich. Und das ist der Grund, warum wir so irrsinnig viel RAM in eine Datenbank stopfen. Wenn wir die gesamte Datenbank oder zumindest den Working Set der Datenbank ins RAM laden können,
dann geht uns das viel besser, weil wir fürs Lesen nie mehr die Plattenlampen blinken lassen müssen. Das wäre schön. Dann müssen wir nur noch zum Schreiben, zum Persistieren die Plattenlampe blinken lassen, das ist dann noch langsam und da können wir dann, haben wir im InnoDB-Vortrag gehört, eine ganze Menge Tricks ziehen, damit wir weniger Blöcke schreiben müssen. Bei SSD, bitte? Mehr linear mit dem Redo-Log zum Beispiel, ja. Ja, und bei linear Read-Write bei der SSD hast du nur ungefähr das Doppelte von der Platte. Aber wenn du Random.io machst, dann bist du da mal so um den Faktor 100 besser. Ja. Das heißt, Optimierung basiert darauf, nicht zur Platte zu gehen. Oder wenn du zur Platte gehen musst, nicht so oft zur Platte zu gehen. Also maximal 4 Mal, bis du einen Rekord gefunden hast, wenn du einen Index benutzen kannst. Und das heißt, wir müssen uns mal mit Indizes beschäftigen und gucken, ob sie fehlen und wo sie fehlen. Früher war das alles sehr mühsam. Da hat man sich MySQL-Statusvariablen angeguckt und geschätzt, ob man was tun muss. Dann hat man sich das Slow-Query-Log angeguckt und sich überlegt, welche Queries denn wohl in Frage kommen. Und dann hat man Explain auf diese Dinger laufen lassen und Sachen gesehen. Hier ist so eine Statistik zum Beispiel. Da siehst du 2 MySQL-Statusvariablen. Eine, wie viele Rows über Indexes gelesen werden. Die andere, wie viele Rows mit Index gelesen werden. Und Sachen ohne Index zu lesen, also das Blaue da, das ist schlecht. Und wenn diese Ratio hier 1 zu 10 oder schlechter ist, so wie hier zum Beispiel, dann haben wir ein Problem. Ja, also hier haben wir ziemlich viele Fullscans, 150.000 von 500.000. Das ist nicht 1 zu 10, sondern schlechter. Und deswegen läuft da schlechtes SQL und wir müssen was tun. Die Zahlen kommen daher. Wir haben hier Statusvariablen, diese Händlervariablen. Und alle diese hier, Händler read first, read key, read last, read next, read pref, das sind Index Reads. Und read random und read random next, das sind Scans ohne Index. Das Händler-Interface von MySQL, das kann man sogar mit einem Befehl aufrufen, Händler, und dahinter dann so Subkommandos. Und das dann funktioniert MySQL ungefähr so wie DBase oder Fox Pro oder wie sie alle heißen. Das heißt, du kannst ein DBase-Programm heute noch in MySQL übersetzen, indem du das SQL wegschmeißt und nur Händlerbefehle sendest. Und die SQL ist ein prozedurales Datenbank-Interface. Was du machst, ist, du öffnest eine Tabelle, Händler open, kriegst einen Handle und mit dem Handle und dem Händler sagst du dann, ich möchte ReadKey, ich möchte auf dem Index Name die Records sehen, die auf Köntop matchen. Und dann matcht er dir bei Name die Köntopsen raus und zählt hier den ReadKey-Zähler hoch. Das ist ein ReadKey, ein Indexzugriff. Und dann sagst du ReadNext, was kommt nach Köntop als Name in der Namensliste? Die Records möchte ich auch noch haben. Und ReadNext und ReadNext. Und so kannst du dich durch einen Index steppen. Oder du suchst nicht nach was, du machst nur einen Index auf und sagst Handler read first. Dann nimmst du den ersten Index-Records, weißt, welches der erste alphabetische Name in deinem Namensindex ist. Und mit ReadNext steppst du dich dann weiter. Und mit ReadPref machst du dasselbe rückwärts. Und mit ReadLast machst du halt den letzten Rekord auf und liest dich dann rückwärts durch. Das heißt, mit ReadFirst, ReadLast, ReadNext, ReadPref kannst du dich durch einen Index steppen. Oder mit ReadKey einen Index-Lookup machen. Das ist auch das, was MySQL macht, wenn du SQL schreibst. Da geht die SQL-Layer daher und schreibt dir ein total stupides Data-Access-Programm, das macht einen Index auf und steppt dann da durch und schmeißt dann alles weg, was du nicht brauchst. Und weil das so langweilig ist, willst du das nicht schreiben? Früher, als wir nur DBase hatten, wir hatten ja nichts, da mussten wir halt selber solche Data-Access-Programms schreiben. Und jetzt tut halt der SQL-Parser und Programmgenerator, also der generiert ja Query-Pläne und Query-Pläne sind solche Data-Access-Programme, die dann durch den Index durchsteppen. Oder halt nicht, wenn es keinen Index gibt. Dann machst du halt Händler read random, gib mir Rekord 3 und dann Händler read random next, den nach 3 folgenden Rekord. Das wird vermutlich die 4 sein. Und damit kannst du dann durch die Daten turnen, statt durch einen Index. In der Statistik geben die Dinger da oben das und die Dinger da unten das. Und wenn die Ratio hier schlechter ist als 1 zu 10, dann ist dein SQL vermutlich schimmelig und dir fehlt ein Index. Ja, also die Summen ergeben das. Und wenn dir ein Index fehlt
und die Daten können nicht im Speicher gehalten werden, weil deine Datenbank zu groß ist, dann geht deine Plattenlampe nie aus. Und du siehst einen Haufen Einträge im Slow Query Log. Das ist gut, weil du immerhin mitkriegst, dass du ein Problem hast. Wenn deine Tabelle klein genug ist, dass sie im Speicher gehalten werden kann, dann kriegst du eine Datenbank, die CPU die ganze Zeit busy hat, weil sie halt die Daten im Speicher durchkämmt. Das braucht ganz viel CPU. Und vielleicht gibt es noch nicht mal einen Eintrag im Slow Query Log, weil die Queries immer noch schnell genug sind. Sehr sogar, ja. Also bei so einer großen Karre, wenn die idelt, hat die so zwischen 200 und 300 Watt. Aber wenn die ihre CPUs alle ordentlich vorglüht, dann geht sie mal auch gerne gegen 1000. Das reicht für eine Herdplatte. Also da kannst du dann wirklich deine Pizza drauf kochen. Mit so einem, kommt ja hinten raus, mit so einem Abluftstrahl hast du einen Umluftofen. Hast du mal so ein IBM Blade Center gesehen? 6 Höheneinheiten, 3500 Watt. Das ist wie eine Mikrowelle. Also sowohl von der Wattage als auch von der Größe her. Ja, macht gut Wind. Also wenn du irgendwie ins Rechenzentrum radelst und die Haare sind nass, ja, dann stellst du dich mal so hinter 4 Blade Center und bist in 0, nix trocken. Das heißt ja nicht aus Spaß Warmgang, genau. Der Punkt ist, wenn du eine Datenbank siehst, die ihre CPUs braucht, also die wirklich CPU verbraucht, dann ist eine von drei Sachen passiert. Entweder jemand hat die Anwendung in der prozeduralen SQL-Programmiersprache der Datenbank geschrieben, also Stored Procedures und Stored Functions. So eine Person verdient alles, was ihr passiert. Ja? Das ist Code ausführen an der Stelle, wo er am schlechtesten zu debuggen ist, wo die CPUs am schlechtesten zu skalieren sind, wo die Logs am teuersten sind. Die sollen in der Hölle brennen und ihre Anwendung mit ihnen. Das ist in Ordnung. Der zweite Grund, warum eine Datenbank CPU verbrauchen kann, ist, die sortiert. Also Order by oder Group by Geschichten, die ausgeführt werden. Und da muss man sich fragen, ob das wirklich nötig ist oder ob wir die Daten unsortiert in die Anwendungs-CPUs runterladen können und da sortieren. Das sind meistens billigere Maschinen und wir haben mehr Cores. Und wenn wir nicht so top 10-Listen oder ähnliche Sachen, also Order by Limit 10 oder sowas in der Art abfragen, sondern wo wir nur Daten in der Reihenfolge haben wollen, ist es oft günstiger, die Sortierung sein zu lassen und sie dann im Client zu machen. Und das wär lohnend, Entwickler dahin zu trimmen, möglichst wenig Order by zu verwenden, wenn es geht, oder Group by, Order by hauptsächlich. Group by kann man weniger häufig vermeiden. Und dann in der Anwendung zu sortieren. Und das Dritte, was passieren kann, wenn eine Datenbank CPU verbraucht, ist halt, du hast Scans, also nicht indizierte Zugriffe, auf Tabellen, die in den Speicher passen, also das Memory-Scans. Und das sind die drei Gründe, das sind ziemlich die einzigen drei Gründe, die ich jemals gesehen habe, warum eine Datenbank CPU-Probleme haben kann. Datenbanken haben nie CPU-Probleme. Ja, du hast so eine 48-Core-Kiste, die hat ihre 200 Gigramm komplett voll und die Load ist unter 12. Also eine Load von 12 heißt, 12 Cores werden benutzt von 48. Das wäre normal, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es wahrscheinlich sortieren. Das kann man oft auch nicht loswerden. Vielleicht ein fehlender Index und In-Memory-Scans. Oder halt dieser Stored-Procedure-Fan, den man als Abschreckung für alle anderen ans Kreuz nageln muss am Eingang von der Firma oder so. Ist das, naja. Anyway, die Einträge, die man kriegt, sind halt früher so Einträge im Slow Query Log gewesen und dann hat man sich die Slow Query Log Queries rausbrückeln müssen mit MySQL Dump Slow aggregieren und dann weiß man, welche von den Slow Queries häufig waren und dann muss man losgehen und fragen, was denn da passiert. Wir müssen das alle nicht mehr. Wir haben nämlich MySQL 5.6 oder 5.7. Das heißt, wir haben Performance Schema. Performance Schema ist komplett unverdaulich. Das ist für die Maschine, damit sie schnell Performance-Daten erfassen kann. Und obendrauf auf Performance Schema haben wir einen Satz Views, also vorgeschriebene, abgespeicherte Select-Queries. Und die stehen alle in Sys. Und ab 5.7 ist das automatisch mitinstalliert. Und da könnt ihr Mark Leith für danken. Der hat super Arbeit geleistet und sorgt dafür, dass alles viel weniger wehtut. Ja, also PS, Performance Schema, gibt es seit 5.5. Aber da war es mehr so ein Proof of Concept. Geht alles in die richtige Richtung, frisst nicht zu viel CPU. Die Datensammlung, die Datenformate stimmen. Und seit 5.6 ist es nützlich. Und Performance Schema wird tatsächlich auf der Platte persistiert.
Da sind Dateien auf der Platte, eine Storage Engine, die Performance Schema heißt und die ein bisschen so ist wie MongoDB Cap Collections oder sowas, also so Ringpuffer, die mit Zeugs vollgeladen werden, die im Speicher stehen und auf die Platte persistiert werden. Das ist ein Wait-Free-Interface, das heißt, die Datenbank wartet nicht mit der Performance Schema Datenerfassung, sondern die eigentliche Arbeit von der Datenbank darf nicht unterbrochen werden. Die Datensammlung muss nebenbei erfolgen. Und es ist allocation-free. Die Puffer haben alles eine statische Größe. Eventuell laufen sie über, dann gehen Daten verloren. Das heißt, dann sind die Daten in Performance Schema unvollständig. Nicht falsch, nur unvollständig. Aber das kann zu falschen Ergebnissen führen. Und dann muss man diese Buffer neu sizen, damit alle Daten erfasst werden können. Ja. Das Designparadigma ist also lieber ungenaue oder unvollständige Daten erfassen, als die Datenbank langsamer zu machen. Und Performance Schema in der Default-Konfiguration kostet dich weniger als 1, maximal 3% Performance. Wenn du es komplett aktivierst, kann es dich mehr Performance kosten. Aber dann hast du vermutlich ein Problem, das es wert ist. Also es ist oft wichtiger, Visibility zu haben für ein Problem, als volle Performance zu haben. Und in der Default-Konfiguration ist der Overhead von Performance Schema so gering, dass du die Default-Konfiguration immer anlassen kannst. Wenn das das Problem ist, das dich umbringt, dann ist irgendwas komisch. Die Default-Konfiguration ist dann in 5.7 schon immer mit, ja, ich mache das. Ja, also es ist nicht alles an, aber es ist alles das, was an sein kann, ohne zu viel Strom zu ziehen, ist an. Und das ist eine ganze Menge. Wenn du sehr viele Tabellen hast zum Beispiel oder sehr viele Files, dann sind die Puffer, die er hat, das sind so Slots für jede Tabelle ein, für jedes File ein, sind die Slots, die er dafür hat, unter Umständen alle. Und dann fallen Daten hinten runter. Würde mir das sagen, oder wird das wird gezählt und das wird ja auch gesagt, ja. Okay. Und die Einheiten, in denen Performance Schema abrechnet, die sind so, dass sie einfach zu zählen sind. Zeiten werden in Pikosekunden abgerechnet. Das ist viel zu klein, weil alle Operationen mit Sicherheit mehrere Pikosekunden dauern. Und dadurch muss multipliziert oder addiert werden, aber niemals dividiert. Die CPU kann in einem Taktzyklus addieren und multiplizieren, da hat sie Hardware für. Aber Divisionen kann man so nicht implementieren. Die dauern viele, unter Umständen 100 Taktzyklen. Ja, und darum werden die Einheiten als Zähleinheiten leicht konstruiert. Und für die Darstellung musst du sie dann in was Verdauliches runterdividieren, aber das ist bei der Abfrage und da kannst du ja warten, das muss nicht, ist nicht eilig. Und das Interface, das ist so ein Query Select Stern from Performance Schema irgendwas, das ist auch sehr verteilt. Es ist halt so, dass beim Erfassen der Daten eine Performance Schema Tabelle angefasst werden soll und nicht mehrere und bei der Abfrage musst du dann in der Regel mehrere anfassen, damit du sinnvolle Daten bekommst. Die Zählung erfolgt in Pikosekunden, aber ein Taktzyklus dauert in der Regel mehrere Pikosekunden. Ja, das heißt, er zählt nicht in einer Schritten hoch. Und er kann nicht genauer erfassen als ein Taktzyklus. Ja, aber Pikosekunden sind zu fein für alles. Er muss nie dividieren, du hast nie Fractions. Und darum geht's. Ja, darum sind die Einheiten Pikosekunden. Die Zählgranularität ist noch viel gröber. Und die kann man dann auch einstellen nachher noch. Wenn du Performance Schema noch nicht hast und wenn du 577 oder höher hast, hast du es, dann kannst du es dir holen, ja, auf GitHub, Markleath, MySQL-Sys und früher hieß es mal PS Helper, jetzt heißt es Sys und das installiert sich halt in ein Create Database Sys und da sind nur Views drin mit einer Ausnahme und diese Ausnahme ist eine Tabelle mit einer Spalte und einer Zeile, das ist die Versionsnummer, damit er weiß beim Upgraden, was er da vor sich hat. Ja. Ja, ja, das ist so gewollt. Das ist wie bei Information Schema auch. Du kannst nichts sehen, auf das du keine Rechte hast. Performance Schema kannst du sehen, aber in Performance Schema kannst du nur Objekte sehen, die dir gehören, also auf die du Rechte hast. Und was du kriegst, sind eine riesige Menge von Views. Ich habe hier mal alle gezeigt und dann dieselben nochmal mit einem X-Dollar davor. Mit einem X-Dollar davor. Also hier hast du Host Summary als erstes und da unten gibt's X-Dollar Host Summary. Und die X-Dollars, das sind dieselben wie die eigentlichen Dinger auch. Also X-Dollar Host Summary liefert dir dieselben Informationen wie Host Summary. Aber in Host Summary hast du die Einheiten für Menschen runterskaliert. Er sagt dann also 12k.
Und da unten sagt er 12.384. Ja? Wenn du hier oben sortierst, dann kriegst du eine kaputte Reihenfolge, weil 12K und 11M sortiert 11M vor, also kleiner als 12K. Ja? Das heißt, fürs Gucken, wenn du interaktiv auf der Kommandozeile arbeitest, nimmst du halt Host Summary oder was auch immer. Aber wenn du Skripte schreibst, dann benutzt du X-Dollar Host Summary, weil dann sortiert es richtig. Und neben den Views gibt es auch noch Stored Functions. Und da gibt es eine Reihe von Funktionen, die Units aufbereiten. Das heißt, du sortierst nach, was weiß ich, Memory Use in X-Dollar irgendwas. Und anzeigen tust du dir aber Format irgendwas, Memory Use. Und dann zeigt er dir 12K an, sortiert aber nach 12.384. Dann stimmt's. Ist nur mehr Schreiberei. Auf der Kommandozeile nervt das, das willst du nicht, deswegen benutzt du die. Wenn du das aber irgendwo hinweg skriptest, dann nimmst du immer die X-Dollars da unten und schreibst dann die ganzen Funktionsaufrufe und Sortiergeschichten und alles hin, damit es dann richtig rumsteht alles. Soweit klar? Wunderbar. Ja, die Frage, benutze ich genug Indizes zum Beispiel? Es gibt eine Tabelle, die heißt X-Dollar Schema Tables with Full Table Scans. Und da listet ihr die Namen von allen Tabellen auf die Queries gegangen sind, die keinen Index benutzt haben. Und die Queries auch, also die Query Skeletons. Und die kannst du dir dann gleich angucken. Oder hier Statements with Full Table Scans, da findest du dann die Statements dazu. Ja, das heißt, mit diesen beiden Sachen kriegst du nicht nur wie im Slow Log, es ist was kaputt, sondern, also Slow Log ist ja noch schlimmer, sagt ihr, was war gestern kaputt? Ja, hier siehst du aber, was ist jetzt gerade kaputt, und hier siehst du dann die Statements dazu. Das heißt, er sagt ja auch, warum es kaputt ist, weil du direkt sehen kannst, welche Indizes fehlen. Ja, und jetzt muss man einfach mal sich ein 578 oder neuer besorgen und dann mal ein bisschen Load drauf tun oder einen Kunden dazu überreden, 5.7 dann doch mal in Betrieb zu nehmen. Das wäre schlau für alle Beteiligten. Und dann kann man zusammen mit deren Developer am besten da mal durchgehen und gucken, was alles schlimm ist und wo sie denn dann mal rumbrökeln können. Aber plötzlich können sie sehen, sie sind nicht mehr blind. Und das ist ein viel, viel angenehmeres Arbeiten für alle. Und dann sieht man, wenn man diese ganzen Tabellen einmal durchgeht, das ist relativ selbsterklärend, was da passiert. Und in 5.7 kommt neben diesen Performance-Statistiken auch noch Memory-Statistiken dazu. Du kannst sehen, was steht überhaupt im Bufferpool. Also von meinen 20 GB Bufferpool werden 5 GB für diese eine Tabelle alleine verbraucht. Muss das so sein? Oder kann ich diese Tabelle den Primary Key umorganisieren und dadurch eine viel bessere Locality hinkriegen, dass ich weniger Cache brauche und all solche Sachen? Das kann man da sehen, man kann es direkt messen, man muss sich da nicht mehr blind rumtasten. Und wie gesagt, das ist relativ selbsterklärend, muss da einfach mal die Tabellen der Reihe nach durchgehen und gucken, was passiert. Kann ich gar nicht genug empfehlen. Ja? Also wenn du noch das Slowlog benutzt, bist du auf dem Stand von vor 3 Jahren, geh, lern SYS, mit SYS tut Performance Schema nicht mehr weh und plötzlich bist du der Sehende und kannst richtig Dinge erkennen, die kaputt sind. MySQL führt Queries aus, das heißt, du wirfst deklarativ ein Select-Statement rein, das sagt, was du haben willst, und MySQL denkt sich dann einen Query-Plan aus und führt den dann durch. MySQL ist eine unglaublich dumme Datenbank, es hat überhaupt nur einen Query-Plan, also ein Template für einen Query-Plan, der dann ausgefüllt wird, das ist ein Nested Loop Join. Das ist ein super guter Query-Plan, wenn Indizes benutzt werden können. Andere Datenbanken haben noch andere Querypläne, die für Data Warehousing zum Beispiel viel besser geeignet sind. Einer der Gründe, warum MySQL so eine schlechte Data Warehouse Datenbank ist, ist, dass ein Nested Loop Join bei einem Data Warehouse in der Regel nichts bringt. Da würde man dann eher ein Hash Join oder andere Geschichten brauchen, die ohne Indizes besser funktionieren. Ein Nested Loop Join bedeutet, wenn du hast A Join B, dass er für jede, also er nimmt sich für die Tabelle A alle Bedingungen, die auf A passen, und versucht jetzt alle Rows zu finden, die in A auf die
A-Bedingungen passen. Und für jede Row, die da rauskommt, nimmt er sich die A-ID und guckt sie in B nach. Er greift also auf B.A-ID zu, da muss es einen Index für geben, und findet so für jede gefundene A-Row das, was in B dazugehört, und guckt jetzt über die B-Bedingung nach, ob das fürs Endergebnis notwendig ist oder nicht. Und der Vorteil von so einem Nested Loop Join ist, dass wenn dieser Index hier existiert, während die Schlaufe läuft und die Rows qualifiziert werden, dass die im Ergebnis vorkommen können, dass die gleich ausgegeben werden können. Es wird also kein Speicher verbraucht, sondern wir können das Ergebnis, während es entsteht, gleich rausstreamen. Ja, wir gehen A durch, für jedes A suchen wir über B.A-ID das passende B. Wir gucken, ob das die B-Bedingung auch erfüllt, und wenn das die B-Bedingung auch erfüllt, dann geben wir es aus. Das braucht im Server fast kein RAM. Wenn natürlich ein Order By oder ein Group By hinten dran kommt oder irgendwas anderes passiert, dann müssen wir das Ergebnis im Server materialisieren, also eine Temptable anlegen. Wir müssen diese Temptable vielleicht sogar, weil sie nicht ins RAM passt, auf die Platte schreiben. Und dann können wir das Ergebnis erst ausgeben. Aber das ist eine Komplikation hinten dran. Das ändert den Queryplan nicht weiter. Wenn du Indizes benutzen kannst, hast du einen sehr schnellen und memory-effizienten streambaren Output. In allen anderen Fällen ist die Performance halt schlimm. Data Warehouses zum Beispiel haben oft keine Indizes, das macht auch wenig Sinn. Und wenn die tatsächlich was joinen müssen, dann machen die einen Hash-Join. Das heißt, wenn du A join B hast, du hast keinen Index, dann gehen die alle Rows in A durch, die sich qualifizieren, und bauen im Speicher einen Hash. Alle A's mit allen A-IDs, nach A-ID gehasht, werden im RAM gehalten. Und dann, nachdem er A einmal ganz durchgescannt hat, scannt er B von vorne nach hinten durch, guckt alle Rows in B, die sich über die B-Bedingung qualifizieren, und greift sich dann mit der B.A-ID einen Hash-Lookup im Speicher. Hatten wir das auch schon für A vorher qualifiziert? Und wenn beim Durchscannen von B und über den Hash-Lookup sich das auch für A qualifiziert, dann können wir es ausgeben. Solange du diese A-Hash-Tabelle also im RAM halten kannst, ist die Kosten zum Auflösen der ganzen Query sind dann Länge von A plus Länge von B. Statt A mal B. Das ist zwar langsam, aber es ist viel, viel schneller als A mal B. Und auf diese Art und Weise kannst du, wenn du diesen A-Hash im Speicher halten kannst, sehr, sehr viel Arbeit sparen. Das ist ein nützlicher Queryplan. Es gab auch mal Prototypenversionen von MySQL im Optimizer, die das implementiert haben. Aber aus irgendeinem Grunde haben die nie das Licht des Releases erblickt, sondern alles, was wir haben, ist immer ein Nested Loop Join. Wenn wir ein Nested Loop Join machen, was ist dann variabel? Nämlich die Resolution Order. Wenn du einen Join hast, das ist eine kommutative Operation. A Join B ist dasselbe wie B Join A. Und wenn du einen X-Tabellen-Join hast, also 3 oder 4 oder so weiter, dann gibt es halt X-Fakultät viele Möglichkeiten, das aufzulösen. Und dann weißt du halt, 2 Fakultät ist 2, 3 Fakultät ist 6 und so weiter. 9 Fakultät ist noch ein darstellbarer Wert, und 10 Fakultät Möglichkeiten durchzuprobieren dauert auf einer 2 GHz CPU ungefähr 20 Sekunden. 9 Fakultät dauert 2 Sekunden. Das heißt, wenn du wirklich brute force alle Querypläne durchtesten würdest, dann bricht es dir bei 9 Tabellen zusammen und dann stirbst du bereits im Optimizer beim Querypläne ausprobieren. Darum wird das nicht so gemacht, sondern da gibt's dann so eine Heuristik, die dann versucht, da den Querybaum zu prunen, dass das nicht zu stark runter absteigt. Das wird so bei 5, 6 Joins wirksam als Logik. Das ist schon sehr früh. Man kann da auch noch dran rumkonfigurieren. Wenn du das musst, befindest du dich bereits in der Hölle. Geh da nicht hin. Ja, sondern dann ist was mit deinem Schema und deinen Queries komisch. Ja, sag ich ja. Wenn du am Optimizer an der Heuristik rumtunen musst, bist du bereits in der Hölle. Geh nicht weiter, ja, sondern kehre zurück ans Tageslicht. Also, es macht vor allen Dingen Sinn, sich zu fragen, was ist mit meinem Schema kaputt, dass ich so viele Joins brauche? Ja, vielleicht hast du vielleicht hast du Magento gerade neu erfunden. Magento macht ein solches übernormalisiertes Schema, das sich dann totjoint.
Und dieses totgejointe passiert dann im Magento Indexer. Und das ist der Grund, warum Magento so furchtbar viel Disk-IO, also IOPS frisst, dieser Indexer. Bitte? Ja, genau. Und da kann man jetzt eine ganze Menge drüber sagen, aber ja, wer Magento benutzt, möchte es vermutlich nicht anders haben. Ich weiß es nicht. Und die Lookup-Methoden, also wie gucken wir in der Tabelle nach beim Index, wie effizient ist es? Das ist auch Sachen, die variabel sind. Hier ist so ein Beispiel, Join, der mal ein paar mehr Tabellen benutzt. Hier wird eine Tabelle BRRD, eine Tabelle PGT, eine Tabelle PG, eine Tabelle T gejoint, also 1, 2, 3, 4. Da hinten stehen die Join-Bedingungen, also wie wird die eine Tabelle mit der anderen verknüpft? Und hier stehen die Where-Bedingungen, die dann auf jeweils einzelne Tabellen wirken. Und das ist schön, weil die werden alle durch und verknüpft. Und wir werden gleich sehen, das ist gut. Wenn du da jetzt sagst explain, dann kriegst du das. Also wenn du sagst explain diese Query, dann kriegst du eine Ausgabe und diese Ausgabe liefert dir eine Join-Reihenfolge. Die Tabelle BRD wird mit PG, mit T, mit PGT verknüpft. In dieser Reihenfolge, von oben nach unten. Und das ist eine andere Reihenfolge, als hier steht. Hier war es BRD, PGT, PGT. Und du siehst, mit BRD fängt es an, PGT, PGT und hier siehst du PGT, PGT, da ist umsortiert worden. Die Joins sind erstmal alles Simple Joins. Da ist nichts mit Subselects oder Unions oder anderen komplizierten Sachen drin, sondern es wird einfach eins mit dem anderen von oben nach unten runter verknüpft. Deswegen kann man hier auch noch mit der normalen Explain-Ausgabe als Tabelle was anfangen. Wenn du komplizierte Queries hast mit Subqueries und Unions und so weiter, das modernes MySQL hat eine JSON-Ausgabe, die gibt dir das als Baum aus, also als genestetes JSON-Objekt. Das ist bei komplizierten Queries, die so hierarchische Struktur haben, tatsächlich nützlich, aber bei reinen Simple-Queries ist das hier meines Erachtens übersichtlicher und auch genug. Nee, es muss ihm schon sagen, der switcht nicht automatisch. Wieder vermutlich wäre es einfacher, die Query zu ändern. Als also komplizierte Queries sind manchmal. Hallo? Komplizierte Queries sind manchmal der einzige Weg, irgendwas zu resolven. Aber immer wenn man so diesen Komplexitätsschritt macht, muss man sich halt fragen, löse ich jetzt noch das Problem oder schaffe ich gerade ein neues? Und oft ist es halt so, dass es einfacher wäre, die Query umzubauen oder das zweischrittig zu machen oder in der Anwendung zu lösen, weil die Datenbank das falsche Werkzeug ist. Ja? Datenbanken können mit With-Statements und Commentable Sub-Extractions ganze Sudokus lösen. Das heißt nicht, dass Datenbanken ein gutes Tool sind dafür. So, da ist die Join-Order. Und wie gesagt, die ist anders, als es im Select festgeschrieben ist, weil der Optimizer da Dinge hin und her geoptimiert hat. Und hier siehst du die Connection zwischen den Tables, also die Tabelle BRRT wird über einen Ref-Lookup, da reden wir gleich drüber, gegen eine Konstante benutzt. Die Tabelle PG wird über ein Ref-Lookup mit BP verknüpft. Die Tabelle T wird über ein Ref-Lookup gegen eine Konstante benutzt. Und PGT wird über ein Equal-Ref gegen BP benutzt. Ja, auf diese Art und Weise siehst du, wie sich die Dinger gegeneinander stecken. Also wie sie ineinander gesteckt werden. Hier meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, also BRD wird gegen eine Konstante verglichen. Ja. Bitte? PG ist hier. Und PG, Object ID, wird gegen BRD, Default Policy Group ID, verglichen. Und das heißt, BRD und PG werden verknüpft. Das ist dieser Equal-Lookup. Ja. Und T läuft gegen PG und hier gegen Konstanten. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, er hat da die Konstanten genommen. T gegen Konstanten, ja.
So, hier siehst du dann für den Lookup, welche Keys von der Tabelle so benutzt werden können. Also welche kommen in Frage. Und dann siehst du, hier könnt ihr neben Room-ID, Default-Policy-Group-ID, hier käme in Frage Object-ID und PG-Type-ID, hier Group-Name-Item-ID oder Group-Name und da unten kommt nur der Primary-Key in Frage. Und wenn du dann einen Schritt weiter gehst, siehst du, welchen Key er tatsächlich genommen hat. Von den möglichen Keys hat er den genommen, von den möglichen Keys hat er den genommen, von den möglichen Keys hat er den genommen und von dem einen Key, der in Frage kommt, hat er den natürlich genommen. Und da steht dann, wie viel Bytes von dem Key in Frage kommen. Also wenn du einen Index hast auf zwei Integers, dann weißt du, ein Integer sind 4 Byte. Wenn du also hast einen Index auf A und B, also A, B, sind 8 Byte. Und dann siehst du, hier steht aber nur 4, dann wird von dem A-B-Index nur der A-Teil genommen, also das Präfix wird benutzt, nicht der ganze Index. Auf diese Art und Weise kannst du sehen, wie viel von dem Index abgeknapst wird. Das Entscheidende letztendlich ist das da. Das ist nämlich die Anzahl der Lookups, also die Anzahl der Vergleichsoperationen, die die Datenbank glaubt, dass sie machen muss, um die Query zu resolven. Und bei Simple ist es so, dass die Dinger sich miteinander multiplizieren. Er muss also, sagt er, 2 mal 1 mal 1300 mal 1 Vergleichsoperationen machen, also ungefähr 2600 Vergleichsoperationen, um das Resultat zu produzieren. Und dann ist sofort die Frage, ist das gut? Das gucken wir uns auch gleich an. Und hinten, da stehen dann noch zusätzliche Nachrichten vom Optimizer über Query Resolution, was er denn noch hat machen können. Ob er was? Ob er einen Index benutzt, oder? Nein, das steht schon hier, ob er einen Index benutzt und wie viel. Wenn da hinten steht Using Index, dann heißt das, er benutzt nur den Index. Das heißt, er muss nicht, er kann alle Informationen auf der Autorenkarte finden, auch den Titel, und muss nicht zum Buch laufen, also zum Data Record, um den Titel abzulesen. Das wäre noch besser. Das wäre noch besser, ja. Da reden wir gleich drüber. Da gibt es eine lange Liste von Dingen, die da stehen können. Ja? Das ist ja so, dass hier steht, wie viele Records der Optimizer glaubt, dass sich qualifizieren. Ob er die jetzt aus dem Index lesen muss oder tatsächlich zu den Daten hin, macht ja keinen Unterschied. Es bleiben gleich viel raus, die sich qualifizieren. Es ist außerdem eine Schätzung, das heißt, das stimmt unter Umständen nicht. Ja, es kann zu hoch und zu niedrig liegen. Das ist das, was der Optimizer denkt, was er tun muss. Und insbesondere, wenn du einen schlechten Queryplan kriegst, also einen, der real langsam ist, obwohl du glaubst, der müsste schnell sein, dann wirst du feststellen, dass das da meist nicht stimmt. Also dann wird hier der falsche Index benutzt oder die Schätzungen da sind total Banane und meistens wird der falsche Index benutzt, weil der Optimizer hier total Banane rechnet. Aber erstmal müssen wir gucken, hier beim Join-Type, was kann es denn da überhaupt geben? Das Schönste, was passieren kann, ist, dass da System oder Const steht, weil dann kann überhaupt nur eine Row sich qualifizieren und wir können die Tabelle quasi aus dem Query Optimization Run entfernen. Der Join ist also in Wirklichkeit eine Ebene einfacher. Das nächstschöne, was passieren kann, ist eine Equal Reference, also eine 1:1 Lookup Operation. Also für einen Key, den du in den Lookup reinwirfst, kann auch nur eine Row rauskommen. Eine Equal Reference, ja, ein Primary Key Lookup. Und das kann eigentlich nur passieren, wenn du halt Primary verwendest. Der Optimizer denkt, dass das auch passiert, wenn du einen Fulltext-Index verwendest, obwohl es da nicht stimmt. Und einer der Gründe, warum MySQL so unglaublich schlecht ist, mit Fulltext-Indizes zu arbeiten, ist, dass er bei Queries Fulltext-Indizes in ihrer Effizienz gnadenlos überbewertet. Ja, weil er Fulltext-Index-Lookup einem Primary-Key-Lookup gleichstellt. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Und dann hast du halt ref und ref on 0. Da wird ein Index benutzt, das heißt, du wirfst einen Key rein und kriegst in der Regel mehrere Records zurück. Bei ref on 0, also 0 oder mehr. Und die Datenbank wird in der Regel annehmen mehr. Ja, Fulltext ist ein Fulltext-Index. Und der ist nicht so gut. Die Datenbank denkt nur, der ist unglaublich gut. Und dann gibt's ein Index-Merge. Und das ist ein lustiger Fall, weil da vorkommen kann, dass du mehr als einen Index benutzt. Was du machst ist, du hast den A or B oder sowas in der Art und dann macht er einen Index-Lookup auf A, kriegt ein Result-Set, macht einen Index-Lookup auf B, kriegt einen zweiten Result-Set und dann macht er eine Intersection oder eine Union oder ähnliche Mengenoperationen da drauf.
Und auch da ist der Optimizer gerne mal dabei, wenn du in Index-Merge siehst, dass, dass die Effizienz überbewertet wird. Das heißt, er geht zu gerne auf einen Index-Merge, als es gut für ihn ist. Dann gibt es noch Join-Types, die sind nicht so gut. Range. Ein Range ist, wenn er einen ganzen, ja, das ist ja ein balancierten Baum, so ein Dreieck. Wenn er ein ganzes Dreieck benutzt, ein Subdreieck, ein Unterbaum von dem gesamten Baum. Und das ist entweder halt hier A kleiner oder between, dann wird halt das Dreieck oder ein Dreieck mittendrin unterschiedlicher Größe ausgeschnitten. Und je nachdem, wie viel diese Bedingung aus diesem ganzen Indexbaum rausschneidet, ist das effizient oder nicht. Wenn wenig ausgeschnitten wird, die Selektivität hoch ist, werden sehr viele Records eliminiert. Das ist gut, weil das ist schnell. Wenn die Bedingung praktisch den ganzen Baum selektiert, ist das nicht so gut, ist nicht sehr selektiv. Wir haben viele Records, die wir noch weiter runter qualifizieren müssen. Oder du hast ganz viele Point-Lookups. Select irgendwas aus einer Tabelle, wer ID in, und dann kommt eine Liste von Konstanten. Das ist also kein Dreieck, sondern es ist da, 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 da. Und das ist sehr schwer für den Optimizer zu bewerten. Das wird auch als Range-Query angezeigt, ist aber nicht unbedingt was. Dann gibt es Index und es gibt All. All ist ein Full-Table-Scan. Die Daten werden von vorne nach hinten durchgelesen. Das ist schlecht. Und Index heißt, der Index wird von vorne nach hinten durchgelesen, in der Hoffnung, dass das weniger ist in Gigabytes, als die Daten durchzulesen. Also, dass der Index kleiner ist als die Daten. Ja, und hier siehst du so ein Beispiel, wo du eine Und-Bedingung hast. Ja, Language Code FR, Project ID gleich 0. Es gibt keinen zusammengesetzten Index auf Language Code und ID. Es gibt einen Index auf Language Code und es gibt einen anderen Index auf Project ID. Und dann siehst du hier den Queryplan. Und dann siehst du Type Index Merge. Und hier siehst du Possible Keys. Und beide werden gewählt. Und bei Keylängen kriegst du so einen Komma-Ausdruck. Ja, das heißt, er macht einmal ein Lookup auf Language Code, 6 Byte. Und einmal ein Lookup auf Project ID, 4 Byte. Und da unten steht dann ein extra Using Intersect zwischen diesen beiden Sachen. Nee, er war in diesem speziellen Fall ungünstig, aber manchmal ist so ein Intersect tatsächlich nicht schlimm. Aber er ist oft schlimm, das ist wahr. Ein All wäre noch beschissen, also das wäre noch katastrophaler. Aber das ist kein guter Queryplan in der Realität, bei der Messung, und er ist auch geändert worden. Ich weiß, dass ich den regelmäßig abfeuern muss, so für jeden Request, den meine User machen, ja, ein Compound-Index. Es ist ja schon ein Index auf Language Code und es ist ein Index auf Project ID. Was du eigentlich bräuchtest, wäre ein Index auf Language Code, Komma Project ID. Und dann kannst du den auf Language Code auch wegschmeißen, weil der ja ein Präfix ist von dem anderen Index. Aber du siehst noch was anderes. Language Code sind 6 Bytes. Das ist auch noch interessant. Der Language Code ist ein 2-Buchstaben-Code. Aber beim Index werden 6 Bytes angezeigt. Ja, warum das denn? Ja, Varchar ist nicht das Problem. Ha? Unicode, genau, ja. Also UTF-8 ist ja eine Mehrbyte-Kodierung für Zeichen und sie ist variable Länge. Aber beim Index müssen wir den Worst Case annehmen bei der Allozierung. Wenn du so einen 2-Byte-Index UTF-8 hast, braucht der 1 Byte, 2 Byte oder 3 Byte pro Zeichen, das kodiert wird. In 2 Zeichen mit Worst Case 3 Byte sind 6 Byte beim Index. Deswegen wird hier 6 angezeigt. Auf der Platte weniger, FR sind nur 2 Byte. Aber Worst Case könnte es halt ein 6-Byte-Record sein. Und das zeigt er dir hier auch an. Ja, bei Extra können verschiedene Dinge stehen. Manche von den Dingen, die bei Extra stehen, sind nicht so gut. Wenn da steht zum Beispiel Using Temporary, dann muss eine temporäre Tabelle erzeugt werden. Der Result-Set muss materialisiert werden, der kann nicht rausgestreamt werden. Und diese temporäre Tabelle kann im RAM erzeugt werden oder auf der Platte. Wenn sie nicht im RAM erzeugt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann muss sie auf die Platte. Und das wiederum kann man auch nachgucken lassen, da gibt es spezielle Views für im Sys-Schema. Und damit kann man speziell Queries finden, die temporäre Tabellen erzeugen, und man kann speziell Queries finden, die temporäre Tabellen erzeugen, die auf die Platte gegangen sind. Plattenlampen blinken lassen ist schlecht. Solche Queries sollten wir dann versuchen umzuschreiben. Also nicht wir, sondern
Wir können dann das SQL ja leider meistens nicht ran, sondern wir müssen mal mit dem Kunden drüber reden und der muss sich dann überlegen, wie er da einen sinnvollen Queryplan hinbekommt. Und Using FileSort ist oft ein Grund für Using Temporary. Die Daten müssen vor der Ausgabe sortiert werden. Und das ist das, was Using FileSort sagt. Die Daten werden nicht in der Reihenfolge generiert, wie die Query sie verlangt. Verlangen kannst du das nur mit dem Order by. Und deswegen kommt da das Using FileSort. Im Graph sieht das so aus. Es gibt eine Variable, die heißt createdTempTables. Eine andere Variable, die heißt createdTempTables. Immer wenn eine temporäre Tabelle erzeugt wird, egal auf der Platte oder im RAM, dann geht der Zähler einen hoch. Wenn sie außerdem auf die Platte muss, geht der Zähler einen hoch. Das ist die alte Methode, sowas nachzugucken. Und so graft man das und wieder 10:1 als Ratio. Möglichst nicht auf die Platte. Und mit dem Sys-Schema kann man direkt die Queries sehen und man kann direkt die Tabellen sehen, die es betrifft. Das ist noch effektiver als das. Ja, hier Sys-Statements with Temptables. Der zeigt dir konkret die Statements an. Und du möchtest nicht die Temptables sehen, die zu MySQL, Sys, Information Schema oder Performance Schema gehört. Die exkludest du dir. Und dann kriegst du es raus. Ja, andere Nachrichten, die in der Extraspalte sehen können, die nicht so schlecht sind. Impossible where noticed after reading constables. Ja, also die Werbedingung kann niemals groß produzieren. Deswegen können wir gleich die Query wegoptimieren, ganz wegoptimieren. Select tables optimized away. Aufgrund der Bedingungen, die wir sehen, können wir ganze Tabellen aus der Query rausnehmen, weil sie keine Rolle spielen für das Ergebnis der Query. Auch eine gute Sache. Using Index, das war das, was du angesprochen hast. Wir müssen gar nicht zu den Daten gehen, der Disk-Seek entfällt. Ja, es gibt einen Menschen, Tomas Mitusas, der jetzt bei Facebook arbeitet, der vorher Support bei MySQL gemacht hat und der im Wikipedia-Projekt mitgearbeitet hat als DBA. Und der hat Wikipedia hart so hingetrimmt durch Überindizierung, dass im Prinzip alle Queries mit Using Index gelaufen sind und ohne Using FileSort. Und das heißt, Wikipedia hat im Grunde genommen alle Queries ohne Sortieren direkt aus dem Index beantworten können. Und das hat ganz, ganz, ganz viele Disk-Seeks vermieden. Und das ist der Grund, warum Wikipedia mit so lächerlich wenigen Servern hingekommen ist, wie sie halt die ganze Zeit gehabt haben. Für die Größe des Projektes. Und Vanish halt, ja. Also die meisten Wikipedia-Seitenaufrufe sterben bereits an der Cache-Layer. Aber die, die zur Datenbank durchkommen, die können meist aus dem RAM befriedigt werden. Und selbst wenn sie zur Platte müssten, gäbe es nur ein Index-Lookup und keinen Disk-Seek. Also das ist sehr hart runter skaliert bei dem, was dann am Ende die Plattenköpfe bewegt bei Wikipedia. Das ist ganz, ganz wenig. Und Wikipedia ist ein sehr, sehr beeindruckendes Projekt technisch, die für das, was sie an Page-Views durchziehen, mit einer total lächerlich kleinen Anzahl von Servern hinkommen. Es ist unglaublich. Da ist unglaublich viel Hirnschmalz reingegangen. Distinct, der Distinct-Operator, also Select Distinct irgendwas, kann durch so ein Index-Skip, Loose-Index-Scan implementiert werden. Das ist gut. Ja, und Using Where ist so mittelgut. Das heißt, es werden noch weitere Rows weggeschmissen aufgrund der Where-Bedingung, die aus dem Index noch rauskommen. Also das heißt, das, was aus dem Index rauskommt, reicht alleine nicht, um das Query-Resultat zu bilden. Das ist zu viel. Und es müssen manuell noch weitere Sachen weggeschmissen werden. Und dann ist halt die Frage, wie indizieren wir? Was indizieren wir? Ja. Und da müssen wir uns in den Kopf rufen, der Grund oder der Daseinszweck für einen Index ist ja, weniger oft zur Platte zu gehen, also weniger Blöcke von der Platte zu laden. Ja, aber Rows auf der Platte sind in Pages gespeichert. Und wenn eine einzige Row in einer Page angesprochen wird, dann muss die ganze Page mit allen anderen Rows auch geladen werden. Das heißt, wenn du 10 Rows auf einer Page hast, das sind ziemlich große Rows, aber du eine Query hast, die jede zweite Row laden muss, dann nützt das nichts, den Index zu benutzen. Weil du wahrscheinlich sowieso in jeder Page eine Row hast, die matcht. Und dann hast du alle Pages mal angefasst. Das bringt dir also nichts. Das heißt, es gibt einen Begriff, der heißt Selektivität. Das ist die Anzahl oder die Prozentzahl an Rows, die von einer Bedingung selektiert werden. Ja, wenn du
Gleichverteilung annimmst, ist das total einfach. Nehmen wir an, du hast eine Zahl A, die hat einen Prozentwert von 1 bis 100 und die Prozentwerte sind zufällig gleich verteilt. Also ein Prozent, also die A gleich 1 ist genauso häufig wie A gleich 19 oder wie A gleich 90. Und wenn du dann eine Bedingung hast wie select bla 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 where A gleich 3, dann wirst du ungefähr ein Hundertstel aller Rows laden. Die Selektivität ist 1%. Der Begriff der Selektivität ist die Prozentmenge an Rows, die durch eine Bedingung selektiert werden. Ja, und das hier ist schlechte Selektivität. 6 gleich F. Bei Gleichverteilung wird die Hälfte aller Rows laden, so ungefähr. Null Values können das Ergebnis ein bisschen verfälschen. Ja, also die Kardinalität ist 2. Es gibt 2 mögliche Werte oder halt 3, wenn du null Werte zulässt. Und bei Gleichverteilung heißt das, dass du wahrscheinlich die Hälfte aller Rows laden wirst. Und das heißt, du wirst vermutlich alle Pages laden. Du kannst aber den Fall haben, dass du keine Equidistribution hast, dass du keine Gleichverteilung hast. Ja, wenn das die Personaldatei der deutschen Bundeswehr ist, dann ist die Geschlechterverteilung da nicht gleichmäßig. Und dann ist die Frage nach 6 gleich F wahrscheinlich mit einem Index gut beantwortet, weil das sehr wenige Rows selektieren wird. 6 gleich M wird sehr viele Rows, also fast alle selektieren, da kannst du auch einen Fullscan machen, das wäre besser. Weil du dann die Index-Lookups nicht brauchst. Und wenn du da das Studentenregister einer Französisch-Fakultät an der Uni Kiel nimmst, dann verhält sich das genau andersrum. Weil die Daten auch nicht gleich verteilt sind. Und das sind so Fälle, wo man dann dem Optimizer mitunter mal ein bisschen nachhelfen muss und ihm sagen muss, benutzt den Index jetzt oder benutzt den Index nicht. Weil er halt in der Regel Gleichverteilung annimmt, er hat kein Histogramm. Und wenn du Daten hast, die heftig Bias haben, dann musst du ihm sagen, dass er da mal blind sein soll oder genauer hingucken, damit er das macht. Wir haben eine Tabelle, die hat 3 Spalten, ABC, und wir legen einen Index, einen zusammengesetzten Index auf ABC. Ja, was wir kriegen, ist ein Bela-balancierter Baum, der ist nach A sortiert, innerhalb von A ist er nach B sortiert und innerhalb von B ist er nach C sortiert. Und das heißt, der Index wird von links nach rechts benutzt. Ja, ich kann eine Konjunktion aufbauen, also AND, 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 und dann kann ich beliebig viele Equalities hinschreiben, das ist ja auch kommutativ. Und dann kann ich am Ende ein Dreieck rausschneiden, wenn ich möchte. Das Dreieck ist entweder ein Punkt, wenn das letzte halt auch eine Equality ist, oder es ist ein Teilbaum, wenn die letzte Bedingung ein Range ist, oder ich lese alle Daten, die da reinfallen, in der Reihenfolge von links nach rechts aus, dann spare ich mir das Sortieren. Und das heißt, wenn ich so eine Bedingung habe hier, und es ist egal, weil es ja kommutativ ist, wie rum ich es aufschreibe, A gleich 10 und B gleich 20 und C gleich 30, dann kann ich den gesamten Index benutzen. Dann hole ich mir einen Punkt Teilbaum raus aus dem zusammengesetzten Index. Ja, wenn wir diesen zusammengesetzten Index hier Compound nennen, dann würde ich hier im Queryplan sehen, Compound wird benutzt und es sind 3 Integers, also 12 Byte. Keylängen ist 12. War das nicht in irgendeiner MySQL-Version, dass wenn ich in meiner Where-Bedingung die Dinge vertausche, also wenn du jetzt da stehst, ist da... Nein. Das war schon immer so, dass ANDs kommutativ sind und der Optimizer das auch gewusst hat. Ist total Wurst. Okay. Und zwar wirklich schon immer. Also immer, immer, immer. Ja? So. Jetzt hast du hier A und B... Order by C. Und der Punkt ist, du siehst jetzt hier, wird benutzt AB für den Lookup und die Daten werden in C-Reihenfolge ausgegeben. Das heißt, du siehst wieder, der ganze Compound wird benutzt. Keylängen ist 12. Dafür siehst du kein Using File Sort und kein Using Temporary. Weil du mit AB den Lookup machst und dann in C-Reihenfolge die Daten ausgibst. Und das ist die natürliche Reihenfolge im Indexbaum. Nee. Erst der Lookup, dann die Order. Von den Daten, die sich qualifizieren, geben wir die Daten dann in der C-Order hinten dran aus. Und hier siehst du jetzt hier einen Range und einen Sort. Und dann siehst du, Keylength ist 8 und der Index AB wird nur benutzt, also Compound, der ganze Index wird noch benutzt, aber Keylength ist 8. Und du siehst plötzlich ein Using File Sort.
Weil er die Daten zwar in B-Reihenfolge bekommt, aber sie nach C-Reihenfolge ausgeben soll und der C-Order, der nützt ihm da nichts mehr. Aber hier könnte ich einen Index benutzen, wo C vor B kommt und B dann als Wäre nachher durchgehen, nachdem ich alle Ergebnisse habe in der richtigen Reihenfolge von C und dann nur noch die rausschmeißen. Ja, aber das ginge wohl auch, das ist aber in der Regel nicht effektiv. Du willst einen Index AB haben oder? Ja, aber der Lookup ist in der Regel teurer als der Sort. Also unter der Annahme, dass das einigermaßen selektiv ist. Und dass der Recite-Set dann eine vernünftige Größe hat. Also das, was da jetzt steht, so wie es da steht, ist schon das, was man am Ende haben möchte. Und dann haben wir hier den Range vorne und ein AND hinten, aber der Index ist A, B, C und nicht B, A oder B, A, C oder sowas. Das heißt, von dem Compound-Index könnte nur das A-Präfix benutzt werden. B kann nicht benutzt werden und müsste dann würde using where stehen. Das heißt, wir würden über den a kleiner 10 Index alle Records rausfiltern aus dem Index, die kleiner sind als 10. Da sind aber viele bei, die b ungleich 10 haben und die müssen wir manuell wegschmeißen. Wenn wir einen anderen Index hätten, ba, dann könnten wir diesen anderen Index komplett benutzen. Und hier siehst du einen Index mit zwei Ranges und auch da kann nur das A-Präfix von unserem zusammengesetzten Index benutzt werden. Und wenn wir zwei Ranges auflösen wollten, dann müssten wir einen Punktdatentyp verwenden, wie er in geografischen Informationssystemen verwendet wird. Also da müsste dann ein Insert mit nicht A, B sein, sondern Point von A, B, der den Point macht. Und wir müssten einen R-Tree-Index definieren. R-Tree-Indexes sind wirre Bit-Verschiebestrukturen, die es uns erlauben, zwei Range-Queries gleichzeitig abzufragen. Und im MySQL-Fall die dann noch Erdkrümmung berücksichtigen und alle anderen Sachen, die man an dieser Stelle eigentlich nicht möchte. Was man eigentlich haben wollte aus der Nicht-Geoinformatiker-Sicht ist, wir haben häufig solche Range-Queries mehrfach. Und wir würden gerne R-Trees haben, die nicht zweidimensional sind, sondern beliebig dimensional. Aber das ist ziemlich viel komplizierte Programmiererei und ich habe auch noch keine Datenbank gefunden, die das kann. Und dann halt das auch nicht als Point benutzen, sondern einfach solche normalen Range-Queries hier. A between irgendwas und B between irgendwas und so weiter. Die dann halt beliebige Vierecke oder Kuben aus einem multidimensionalen Ding raus slicen können. Das wäre relativ cool und an vielen Stellen nützlich. Aber das haben wir nicht. Und wenn du eine Spalte benutzt in einem Ausdruck, also nicht a kleiner 10, sondern a minus 10 kleiner 0, was ja dasselbe ist, dann steht a in einem Ausdruck und dann kann überhaupt gar kein Index benutzt werden. Das heißt, es ist also lohnt, diese Query umzuformulieren, dass a minus 10 kleiner 0 zu a kleiner 10 wird, weil dann der Index wenigstens einer benutzt werden kann. Das würde sehr helfen. Und diese Query hier mit den zwei Ranges, die findet man ganz häufig bei Umkreissuchen. Ne? Finde mir alle Hotels um 20 Kilometer um meinen Umkreis herum. Ja, das ist halt X oder Latitude between und Longitude between. So ein Positionslookup auf dem Erdball. Oder bei Partnervermittlungen, ne? Finde jemand in 20 Kilometer Umkreis in meiner Age-Bracket plus minus 5 Jahre und in der folgenden Interessendimension und in der folgenden anderen Dimension, also ganz viele Betweens hintereinander mit AND. Ja, also schneide mir einen Umkreis-Alters-Interessenwürfel aus einem AND-Cube heraus und dann gib mir alle potenziellen Partner aus der Datenbank aus oder sowas. Da wäre es halt auch nützlich, wenn man einen Index benutzen könnte. Aber, naja. Und dann ist die Frage halt, sind wir fertig? Also wie lange müssen wir in einer Query optimieren, bis wir fertig sind? Das hier, das war ja die Badness, ne? 2 mal 1 mal 1300 mal 1, 2600 Operationen, um die Query zu befriedigen. Die Frage ist, ist das schlimm? Also ist das schlecht? Wann sind wir fertig? Und die Antwort ist, wie groß ist denn der Result-Set, der ausgegeben wird? Und zwar der rohe Result-Set, also wenn wir ein Group-By haben, müssten wir das weglassen. Wenn ein Limit dabei ist, müssen wir das weglassen. Der eigentliche Result-Set, den die Query produziert, wie viele Rows sind das? Und wenn das 2600 Lookups für 2600 Rows sind, dann ist jede Row produktiv. Es können nicht weniger Lookups sein, dann sind wir fertig. Wenn das natürlich 2600 Lookups für 20 Resultate sind, dann haben wir im Faktor 100 zu viel Arbeit für den produzierten Result-Set, also für den rohen
ungefalteten, untruncateten Result Set. Und dann ist noch Optimierungspotenzial in der Query. Und auf diese Weise wissen wir auch ungefähr, ob wir fertig sind. Also wenn wir damit in die Nähe von dem kommen und es reicht ungefähr um Faktor 10 in die Nähe zu kommen, dann ist die Query gut. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eventuell Optimierungspotenzial drin, vielleicht aber auch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht wegoptimieren, weil eine Reporting-Query zum Beispiel ist ja immer eine Query über alles. Also eine Reporting-Query Bestellungen, die muss einmal über die Bestellungstabelle laufen mit ganz viel Joins dran und die Joins können wir alle optimieren, aber dass wir die Bestellungstabelle einmal durchlesen, wenigstens für diesen Monat oder für das ganze Jahr oder was auch immer unser Reporting-Range ist, das ist bei einem Report nicht zu vermeiden. Das heißt, eine Reporting-Query, die eine Übersicht generiert über alle Bestellungen oder Alarme oder was auch immer des Monats, die kann nicht anders, als über das, was sie reporten soll, einmal komplett mit einem All- oder Index-Scan drüber zu laufen. Das kriegen wir nie wegoptimiert. Das ist immer die treibende Query, das heißt, das ist meistens auch die erste Query im Queryplan. Da steht dann immer All oder Index. Und alle anderen Joins gehen dann auch nicht optimierbar davon ab oft. Das heißt, wir sehen dann oft Left Joins oder andere Sachen an der Stelle. Naja. Dann brauchst du, um die Denormalisierung zu erzeugen, diese Reporting-Query. Und das Ergebnis speicherst du dann irgendwo ab. Das ist ja genau der Prozess der Denormalisierung. Ja? Du möchtest, du hast eine Datenbanktabelle, du bist web.de, du hast eine Datenbanktabelle für alle User, für alle Ordner, alle Mails. Also die Mail-IDs, die dir dann die Dateien auf der Platte findet. Und was du haben möchtest, ist, du möchtest als Denormalisierung an jedem Ordner speichern, wie viele Mails da drinnen sind, ohne dass du wirklich die Mails tatsächlich alle mal zugreifen musst. Das heißt aber, du musst für jeden User einmal den Report generieren. Also einmal für alle User, für alle Ordner, alle Mails pro Ordner zählen und dann am Ordner speichern, wie viel da drin sind. Das ist dieser Prozess der Denormalisierung, der dir diese Zähler generiert. Du kannst dann später vielleicht mit einem Trigger oder anders wie immer mit Deltas arbeiten. Wenn eine Mail gelöscht wird, zählst du auch den Zähler bei der Denormalisierung ein runter. Wenn eine Mail eingeht, zählst du den Zähler hoch. Aber weil es ein Delta-Update ist, wird es schief gehen. Irgendwann wird mal etwas passieren, das aus welchem Grund auch immer bewirkt, dass eine Mail eingeht und der Trigger nicht feuert oder dass eine Mail gelöscht oder verloren geht und der Trigger nicht feuert und dann stimmt der Zähler mit der tatsächlichen Anzahl der Mails nicht überein. Und dann hast du eine MTTR, eine Zeit bis zur Reparatur, weil du diesen Report einmal neu generieren musst über alle Mails, über alle User, bis die Zähler wieder stimmen. Es gibt Gründe, warum ich gerade dieses Beispiel gewählt habe, aber das gehört jetzt nicht zur Sache. Und du solltest auch einplanen, wenn du solche Denormalisierungen machst, also solche Reporting-Ergebnisse cached, dass du das irgendwann mal neu generieren musst. Das heißt, das Skript, das die Dinger neu generiert, auch wenn du Delta-Updates machst, kannst du gleich mitschreiben, weil du wirst es brauchen und es ist besser, du schreibst es jetzt und testest es jetzt als in der Krise. Und du solltest auch wissen, wie lange es braucht, weil wenn die Krise da ist, wird dich jemand fragen, wie lange es denn dauert, bis sie vorbei ist. Und da sie vorbei ist, wenn dieses Skript gelaufen ist, solltest du wissen, wie lange das ungefähr braucht zum Laufen. Das ist, ja gut, wenn es in der Krise läuft, brauchst du vielleicht eine andere Laufzeit. Aber es wäre schön, wenn du zumindest eine Zehnerpotenz richtig liegst bei deiner Schätzung. Das, und vielleicht auch die erste Stelle vorne bei der Zehnerpotenz, ja. Also so 9 × 10^1 Stunden, also 90 Stunden oder sowas. Das wäre ja gut, wenn du sowas sagen könntest. das würde dich jedenfalls viel populärer machen in so einer Krise. Weil dann bist du der, der einen Plan hat. Das ist immer gut. Doch, ich kenne ganz viele Leute, die einen Plan haben. Mein Plan für heute ist durchgeführt. Wenn ihr nicht noch Fragen habt, habe ich fertig. Mit allen drei Teilen und überhaupt allem. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß.